So, meine Damen und Herren, willkommen hier bei der SWF On Fire. Mr. Hanky ist diesmal live hier in der Schweiz, zum zweiten Mal Video Vegas. Und Sie sehen hier Sick Master Rappo mit, oh, ist das ein neues Valet Tragedy? Die kennen wir ja von der GSW. Aber was hat Sick Master Rappo hier vor? Tragedy haben wir gesehen bei der GSW gegen Blue Nikita. Was ist da los jetzt hier? Was will uns Sick Master Rappo sagen? Er ist ja der SWF Powerhouse Champion. So, wir präsentieren euch jetzt erst das Dark Match. Und zwar geht's los mit dem Soundcheck gegen den Dark Soul. Das Mikro noch lassen. Er kommt aus München mit der Größe von 1,78. Mit 82 Kilo. Das ist der Soundcheck Check. Und hier. Wir haben es gehört, Sigi heute in einer Art und Weise eines Ringsperrers. Und hier haben wir Thumbtack Jack von der WXW. Er bestreitet eine Art Dark Match heute. Und ich bin gespannt, wer sein Gegner ist. Den kennen wir. Er ist ein Mann, der vor keinem Risiko zurückschreckt hier in der europäischen Wrestling-Szene. Ein Highflyer. Oh, was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Er attackiert Sick Master Rappo hier. Einer hat Reverse DDT und... Oh mein Gott. Was soll denn das? Ich bin hier neben den ganzen Landweg aus München hergekommen, um mir das Gelaufen von diesem hässlichen Fettsack da draußen anzuhören. Heiß Bau! Ich bin sowieso alle kalt, aber ich hab mir schon versprechen, ihr würdet euch schon kaputt lachen. Er disst hier die Schweizer Fans. Ihr, ja, ihr beiden kommt aus Stuttgart, ihr könnt euch als die ganzen anderen hässlichen Leute können. Oh mein Gott. Naja, aber wenn ich mir das so anschaue, eine gut aussehende Frau, haben wir ja die Schuld alle. Ja, Sigi. Hallo. Hi. Einigermaßen erholt jetzt von dem Reverse DDT hier. Was ist da los mit Thumbtack Jack? Ich hab keine Ahnung, aber... Ey, was ist da los im Ring, Mann? So was macht man... Oh. Dark Soul ist auch nee, das ist, Michael Havoc Dark Soul. Und jetzt geht's los. Es dürfte jetzt das Dark Match sein. Thumbtack Jack against Dark Soul. Und so redet man eine Frau, oder nicht? Ja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, die arme, süße Tragedy. Und El Locote ist mittlerweile auch im Ring, also es ist official now. Thumbtack Jack gegen Dark Soul. Hier geht's schon los. Wristlock jetzt. Sehr cocky mittlerweile schon, Thumbtack Jack. Ja, ich meine, was fällt ihm überhaupt an, mich zu attackieren? Er kriegt das auf jeden Fall noch zurück. Ja, du hast hier ein Dark Match announced und dann kommt er raus und attackiert dich einfach. Ich meine, das ist einfach ein, ja, die junge Generation hier, der Rookies hier in der europäischen Wrestling-Szene. Ja, vor allem dafür haben wir ihn ja nicht in die Schweiz geholt, damit er irgendwelche Gastringsprecher ja, das sollte auf jeden Fall Konsequenzen geben. Jetzt aber hat hier Dark Soul hier den Griff reversed. Und herrlich! Aber schon wieder Thumbtack Jack hier. Bearbeitet das Handgelenk von Dark Soul. Auf welcher Seite steht jetzt Tragedy? Eigentlich von auf Dark Souls Seite, oder? Nach dieser Aktion. Ja, auf jeden Fall. Also sie ist ja auch sein Valet eigentlich. Von dem her. Ich habe sie nur gesehen, wie gesagt, bei der GSW gegen Blue Nikita und Dark Soul gegen Enrage. Aber dass sie mit Dark Soul jetzt hier liiert ist in dieser Art Wrestler Valet Beziehung ist mir neu. Oh mein Gott! Stiffer Kick von Thumbtack Jack. Ja, Sigi, hast du noch was vor nach dem Match? Willst du noch was sagen, Thumbtack Jack, oder zumindest? Also, dass wir da auf jeden Fall noch zurückkriegen gleich. Ja. Überlegen wir noch was. Naja, schauen wir mal. Er dominiert das Match zwar jetzt, aber wie gesagt, Michael Havoc oder Dark Soul hat noch nicht so viele Matches. Also die Erfahrung fehlt ihm noch, er ist sehr talentiert. El Locotes fragt jetzt Dark Soul, ob er aufgibt oder nein. Er ist ein Kämpfer, er ist ein gut durchtrainierter Athlet und er steht schon wieder jetzt fast.
Ja, da wird auf jeden Fall gleich rauskommen. Oh, jetzt wieder Schläge von Thumbtack. Er hat sich bereits einen Namen gemacht, dieser Thumbtack Jack. Man erinnert sich, die ICW-Show. Ja, das war eigentlich auch der Grund, warum wir ihn hergeholt haben. Wir wollten ihm eine Chance geben in der SWF. Oh mein Gott! Oh, das ist eine Art, Cattle Mutilation. Die kennen von dem American Dragon, aber er ist hier zu nah am Seil. Aber Chris Hero macht ja auch. Jetzt kommt sie nochmal. Oh mein Gott, ja! Das ist noch ein äußerst schmerzhafter Aufgabegriff. Ja, muss er lösen, muss er lösen. Ja, ziemlich erschöpft schon, Dark Soul. Steh auf! Steh auf! Und hier wieder provozierende Zurufe von Thumbtack Jack. Steh auf! Na? Wer ist der Stärke von uns? Oh, ein Stärketest. Aber da würde ich mich nicht überschätzen an Thumbtacks Stelle. Ja, Dark Soul ist auf jeden Fall stärker gebaut und er wird das auf jeden Fall gewinnen. Schauen wir mal. Ich bin stärker. No! Ja. Das glaubt auch nur, ja. Ziemlich ausgeglichen noch. Jetzt kommt Dark Soul. Wer ist so stärker? Jetzt drückt er ihn runter, ja. Aber Thumbtack kommt schon zurück. Ja, das ist Thumbtack. Oh. Schöner Monkey Flip. So, jetzt müsste Dark Soul aber mal wieder. Ja, aber aus der Reserve kommen, sonst hat er keine Chance gegen ihn. Oh, Backdrop über das Top Rope, aber Thumbtack bleibt am Apron stehen. Oh, was kommt jetzt? Oh, er ist wieder drinnen. Leapfrog drüber. Oh, Spear Tackle. Und ein Cover, eins, zwei und... Dark Soul kommt raus. Ja, war ja klar. Es, aber ich muss sagen, Thumbtack Jack dominiert eindeutig dieses Match hier. Dark Soul wusste noch nicht wirklich bis jetzt, was hier benötigt wird, um hier Thumbtack Jack entgegenzusetzen. Also er findet kein Mittel bis jetzt. Stiffe Forehands hier. Oh, Einsteiger jetzt. Und da wird er jetzt einen Beinverstoß ansetzen. Ja. Oh mein Gott. Und das ist natürlich erniedrigend. Ein Slap. Ach, das ist einfach jugendlich naiv. Sobald Dark Soul zurück ins Match kommt, da kriegt TJ die Haue seines Lebens. Aber er ist motiviert, Thumbtack Jack, das haben wir gesehen. Vielleicht ist er sogar zu übermotiviert und vor allem er hat Selbstvertrauen, sonst hätte er dich nicht attackiert hier. Ja gut, ich muss ja zugeben, er hat mich an der letzten WXW-Show besiegt, aber das war auch nur ein dummer Zufall. Aber jetzt hier, oh ja, Submission Hold. Die weiße Hand nennt man das. Und die Frage ist jetzt, kann jetzt Thumbtack Jack aufgeben? Ja, er reversed schon wieder. Cover, eins, zwei und, oh. Aber wieder reversed hier. Jawohl. Ich hab da drüben übrigens noch einen prominenten Gast erblickt. Ich weiß nicht, ob man ihn sehen kann von der Kamera aus. Wir werden ihn wahrscheinlich jetzt nicht einzoomen können, denn wir haben nicht die Informationen für den Kameramann. Oh, Power Slam! Dark Soul scheint jetzt zurück zu sein im Match. Und er will jetzt kommen. Eins, zwei und... Thumbtack Jack kommt raus. Thumbtack Jack aber drauf. Naja, und zwar der prominente Gast ist Christian, der war mal in einer Schweizer Sendung, die die Bar heißt. Die kenne ich leider nicht. Das ist so eine Sendung, wo Leute... Oh, Belly to Belly! Wo Leute eine Bar führen müssen. Und der war letztes Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, war er hier auch Special Ref. Ich sehe nicht. Ja, er ist geradeaus von uns. Aha. Oh, da ist Dark Soul am Top Rope. Und springt einen herrlichen Missile Dropkick. Ja, so geht das. Dark Soul ist jetzt zurück und dominiert Thumbtack. Jetzt muss aber Cover schnell. Eins, zwei und...
Ja, das Match wieder völlig offen jetzt. Also Dark Soul ist zurück. Und Thumbtack Jack muss einstecken. Whippen jetzt in den Ring, Ecke. Und, oh. Jetzt könnt ihr ansetzen, Dark Soul. Oh, aber das da hat er zu lange gewartet. Das war ja mit Postkarte und E-Mail angekündigt. Oh, was kommt jetzt? Spin Kick, ja, und er trifft. Und Thumbtack Jack jetzt wieder. Mit der Oberhand. Hier jetzt, was kommt hier? Oh, eine Art Berserker Slam. Ableger. Und er möchte Schluss machen. Er möchte verenden. Oh, es könnte hier kommen. Ja, Moonsault wahrscheinlich. Nein! Oh, Corkscrew! Corkscrew Puncher! Und er ging daneben und wir sehen es hier. Der hat ordentlich eingefahren. Und ich glaube, jetzt könnte Dark Soul diesen Fehler nutzen von Thumbtack Jack. Schwierig jetzt. Reversal jetzt von Thumbtack Jack. Oh mein Gott, über das Top Rope. Oh. Was ich sagen muss, Tragedy hält sich ziemlich zurück in diesem Match. Und Thumbtack scheint jetzt eine von seinen gewohnten High-Risk-Aktionen zu starten. Aber er wartet zu lange, er wartet bis hier Dark Soul auf. Jetzt ist er wieder bei sich. Oh mein Gott! Body Press und die saß voll! Die saß voll! Ja, wir sehen es hier. Er bekommt die Props. Wo ist Don Heavy? Was macht Don Heavy hier? Was hat Don Heavy für ein Problem hier? Was ist denn da los jetzt? Als ob ich ein Problem mit diesem Idioten da hätte. Das einzige Problem ist, wer ist jetzt mein Co-Kommentator? Oh mein Gott! Jetzt attackiert Don Heavy Sigmaster Rappo. Ich zieh jetzt zwei Matches. Was ist denn da los? Was ist da los? Während hier ist hier. Ich seh nicht die Befehle. Oh mein Gott, ein Lobo von Tragedy! Ein Lobo! Sigmaster Rappo und Don Heavy haben sich jetzt wieder backstage begeben und oh mein Gott, EDT! Und offensichtlich jetzt war es hier Tragedy, die eventuell Dark Soul hier den Sieg bescheren kann. Hier ist wieder El Loco Test, Sigmaster Rappo kommt auch zurück. Cover 1, 2 und holy close, but no Sigma. Don Heavy musste ich einfach überall. Sieg, was war denn da los jetzt? Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ich glaube, auf dich haben es halt einige Leute abgesehen. Aber oh, was kommt hier? Oh mein Gott, das Sit Down. 1, 2 und das war. Der hat ihn an der Hose gehalten, auf jeden Fall. Der hat ihn an der Hose gehalten. Ja, gut. Ich muss da nochmal rein. Ja, pass doch auf dich auf. Unglaublich. Thumbtack hat das Match gewonnen, jetzt will Sigi nochmal in den Ring. Mal schauen, er feiert sich hier ab. Ja, ich weiß nicht wo. Und da ist Dark Soul wieder. Oh mein Gott, Stunner! Oder einer Diamond Cutter. Aber konfus, was hier abgeht. Jetzt kommt Tragedy in den Ring. Das heißt, for good measure hat hier Dark Soul Thumbtack Jack noch einmal hier Schmerzen zuführen lassen. Oh mein Gott, jetzt, da ist sie. Ich weiß, dass keine Frauen. Oh, Swiss Chin Music! Oh mein Gott! Ja, und es schaut so aus, als ob jetzt Thumbtack Jack das zurückbekommen hat, was er vorher hier für die Fans über hatte. Thumbtack Jack hat zwar das Match gewonnen, aber. Ich habe es gesehen, er hat noch ziemlich viel einstecken müssen. Oh mein Gott. Da blutet er, glaube ich, sogar. Was sehen wir natürlich jetzt? Während hier Dark Soul mit seinem Valet, seinem, ja, anscheinend neuen und jetzt offiziellen Valet hier in Europa feiert. Die schauen gut aus. Eine Art Schwarz- und Weiß-Mischung. Und Sigmaster Rappo hier.
Ja, ist ein Sieger heute nur Ringsprecher hier in der SWF? Ich habe gehört, es gibt eigentlich heute keinen offiziellen Ringsprecher. Insofern, mal sehen, was der Sieger noch alles macht. Wer ist denn das? Und, meine Damen und Herren, der Teamnehmer für den Derby, der Löffel! Also, dieser Mann steht hier bei mir nicht am Programmheft. Ich weiß nicht, wer dieser Mann ist. Also, diesen Mann kenne ich nicht. Nie gesehen. Jetzt wird es wieder heißen, naja, Mr. Henke, Sie haben sich schlecht informiert. Aber es tut mir echt leid. Ich weiß nicht, wer dieser Mann ist. Hey, Wild Child Tommy Knocker is here. Wie ihr seht, es ist etwas passiert vor zwei Wochen im Powerhouse. Ein gewisser Ares hat mich angegriffen, aus Angst gegen mich heute Abend anzutreten, und hat es geschafft. Gratuliere, super. Ich konnte nicht antreten, ich habe keine Erlaubnis vom Arzt bekommen und keine Erlaubnis von der SWF. Und wie es für einen Wrestler nichts Schlimmeres gibt, als bei einer Veranstaltung nicht dabei zu sein, würde ich euch heute trotzdem nicht erspart bleiben. Ich mache für euch heute den Ringsprecher und kündige die SWF an. Ich hoffe, ich kann so ein mit viel Zeit zutragen, weil es ist scheiße, was passiert ist. Okay, mir sieht sich im Ring. Wild Child Tommy Knocker is on her way. Hallo zusammen, ich bin der Marshall T. Heute werde ich gegen Swiss Money Holding antreten, und zwar weil sie seit zwei Jahren keinen Strafzettel mehr gezahlt haben. Ich schaue heute, dass zumindest ein Double sie seine Bussen zahlen. Ciao zusammen. Also, ich bin verdammt aufgeregt. Der Präsident hat mir vorhin gesagt, dass ich heute Abend kein Match werde haben. Und ich weiß auch nicht, wieso recht. Ich meine, sicher, er hat Angst bekommen vor mir, das ist klar, oder? Aber ich hätte ihm so gerne einen... Ich hätte ihn so gerne verhauen. Naja, aber irgendetwas werden wir uns schon einfallen. Die Swiss Money Holding, die hat irgendeine Idee, wie sie am Abend ihren Spass haben kann, nicht? Auf jeden Fall. Und zu meinem heutigen Gegner möchte ich nur eins sagen. Es ist nicht das Erste, und es wird noch lange das letzte Mal sein, wo ich einen Polizist überzeugen kann. Aus Los Angeles, USA, Wildchild, Tommy Knocker! Ja, also anscheinend macht sie heute den Fulltime-Ringsprecher, wenn wir die Ansage hören. Ein Mann, den wir schon lange bei Video Vegas nicht gesehen haben. Er war öfters bei der VWC zu Gast. Und das ist kein geringer als Wild Child Tommy Knocker, vormals Tom Crippler. Aber er scheint verletzt zu sein, er hat eine Halskrause. Also ich nehme an, er wird heute nicht antreten. Wild Child Tommy Knocker. Lange nicht mehr gesehen. Zuletzt bei der PWO in Stockerau. Ja, Siggi und Tommy Knocker. Die beiden, die in der Schweiz so ziemlich das Wrestling on the map gebracht haben. On fire and two! Yeah! Okay, wenn ihr seht, es ist etwas Beschissenes passiert vor etwa drei Wochen. Ein gewisser Ares, der in einer Wahl ist. Ja. Ich hätte einen Kampf gegen ihn gehabt. Aber er hat entschieden, dass René Lange Schicksal ist und er es nicht öfter unter 50 gegen den Ball zu retten. Und aus dem Grund hat er mich angegriffen im Training. Nicht im Kampf, nicht in der Mannschaft, im Training. Das ist so ziemlich das Höchste, was gibt. Hunger raus! Fuck man! Okay, ich will eine Fusion, ich will einen Drehschlag machen und ich will es
Jungs an die Ohrleiste, okay? Ich dachte, du machst Ringsprecher, Sigi. Nee, war nur ein Kampf heute. Aber so rechnet man mit Teacher ab, wie man gerade gesehen hat. Er hat sich verletzt, also er kann heute nicht antreten. Ja, er hat einen Nackenwirbel, glaube ich, angebrochen, soweit ich das weiß. Schade, ich hätte ihn gerne wieder gesehen in Action. Ja, auf jeden Fall. Tommy Knocker. Und jetzt beginnen wir heute mit dem offiziell ersten Match hier bei der SWF. Da ist El Loco Test, die Sau. Ja, das ist nicht böse gemeint, aber. Bisschen kurz, ne? Der ist Kampf. Zum Beispiel aus Swiss Money Holding. Swiss Money Holding, ja? Swiss Money Holding. Ja. Ich finde sie sehr talentiert, Swiss Money Holding. Also. Also soweit ich weiß, hat Double C jetzt ein Einzelmatch. Es ist nur Ares. Wo ist Double C? Ja, wo ist er? Mal, er wird seinen Partner vorstellen. Ares! My main man. Einer der wirklich talentiertesten Leute hier in der SWF, zusammen mit seinem Partner Double C, Swiss Money Holding, haben sich in Europa schon einen Namen gemacht, hier im Tag Team. Und gleich wieder auf Tom los. Na gut, ich werde jetzt nach hinten gehen. Ja, okay, Sigi. Ares wird gleich hinzustoßen. Schau mal, vielleicht schaust du noch einen Sprung vorbei nachher. Ja. Okay. So, Sigma's Rapper verlässt uns jetzt hier. Also er hat heute seinen Part-Time-Kommentatoren-Job, Part-Time-Ringsprecher. Das haben wir gesehen und jetzt hier wieder. The most money-making man, Double C. Das ist der Bundesrat der Schwarze. For the United States of Switzerland. Ja, das heißt, jetzt kommt Double C zum Ring. Ares hat ihn noch vorgestellt, das heißt, Double C wird jetzt ein offizielles Einzelmatch bestreiten. Und hier ist der Double C. Unglaublich, also der Mann von Swiss Money Holding. Das ist sicherlich ein Mitgrund, warum überhaupt Video Vegas hier ist. Sie werden ja finanziell ziemlich unterstützt von Swiss Money Holding. Und deswegen gebührt hier diesem Mann natürlich Respekt. Double C. Loser. Das ist Schande. Okay, Demo. Wo den zwei Herren da schwitzen sollen, glaube ich. Aus Zürich City, please hit the music. Doch wer ist sein Gegner? Ich habe keinen Plan hier. Aber laut mein, ja, also ich habe jetzt diese Musik erhört und es ist Marshall T. Ein neuer Mann hier in der SWF. Marshall T. Oh! Das ist doch der Big Boss Man auf Slim Fast! Oh mein Gott! Nein, das ist Marshall T. Marshall T. Da bin ich mal gespannt hier, was hier passiert. Marshall T, ein neuer Mann hier. Und Double C, ein äußerst erfahrener Mann hier in der SWF. Oder ist Marshall T doch im falschen Film? Ist er
Double. Whoa! Zum ersten Mal sehen wir hier Double C ohne Shirt und er hat auftrainiert. Er hat auftrainiert, dieser Mann. Double C. Unglaublich in Shape. Oh, wer kommt hier? Tom Crippler. Es ist anders, Mike. Tom. Hallo. Wie geht's? Schön, dich zu sehen wieder mal. Also ich habe eigentlich erwartet, dass du in der Action bist, aber schade, dass du dich verletzt hast. Ja, es ist so tragisch. Es ist ziemlich heftig, was passiert ist. So. Ja. Aber es hat es wirklich nicht für nötig gefunden, einen fairen Kampf zu wollen. Also Hinterrückerangriff und ja, hat eine Hirnerschütterung zur Folge. Und, ja, werde ich ja vielleicht noch in Zukunft in der Schweiz sehen. Es wird da noch etliche Veranstaltungen geben, wenn du wieder fit bist. Jetzt haben wir aber das Match Double Sieg. Marshall T, ein neuer Mann, ich kenne ihn nicht. Also er war bei der letzten Show, also in, die wir gecovert haben, das war der Carnival Brawl, da war er nicht dabei. War noch nicht dabei. Er ist ein guter Mann, ich habe ihn im Training ein paar Mal gesehen. Da zähle ich drauf, schöne Aktion. Ja, aber Double C, also ich habe ihn noch nicht in diesem Outfit gesehen. Er ist in guter körperlicher Verfassung. Die Hemden hat er abgelegt. Sie wrestlen jetzt in ziemlich professionellem Outfit. Und er hat ziemlich auftrainiert. Er sieht gut aus, der Junge. Double C. Er hat sich schon einen Namen gemacht hier in Europa. Oh, jetzt ein Takedown von Marshall T. Oh, es könnte. Oh, ein Helikopter Swing. Oh! Und da lässt. Schöne Aktion. Ja. Und sofort dem Tier eine Auszeit. Ja, man sieht, Marshall hat die Fans auf seiner Seite, ne? Und Ares, also ich glaube, dass Ares ein ausschlaggebender Faktor sein wird hier für Double C. Denn wie immer, zwei gegen einen, das ist sehr, sehr schwer. Oh, schöner Fireman's Carry. Oh, was kommt denn hier? Wieder eine Art Helikopter. Ja, dieser Mann scheint hier diesen. Oh, und er lässt ihn einfach fallen. Ja, fast schon eine deutsche Mühle. Alter Peter William Ausdruck. Er ist draußen jetzt und wurde ziemlich überrascht hier. Und jetzt muss er hier ziemlich ausatmen hier. Ja, also Marshall T. Und die Fans natürlich auf der Seite dieses uniformierten Mannes hier. Oh ja, er hat ihn überrascht hier. Ja, und da wird diese Forehands jetzt ein Aushieber. Oh, jetzt da drauf, letzten Fall auf Top Rope. Schöner Leg Drop jetzt. Da muss hier, könnt ihr jetzt schön covern. Eins, zwei und Marshall T kommt raus. Und jetzt schon wieder. Jetzt ist er das, was er beherrscht. Schnelle Aktionen. Den Gegner gar nicht erst zurückkommen lassen ins Match. Und Fehler von Double C. Oh, roll up. Eins, zwei und Double C kommt raus. Und Close Line. Und er ist jetzt wieder da mit Schlägen hier. Hammerharte Schläge hier von Double C. Und er hat ihn jetzt hier am Seil, er chokt ihn jetzt. Raubt ihm jetzt die Luft, den Marshall. Oh! Und das kennen wir von einem Mann, der ja dem Marshall ziemlich ähnlich sieht. Damals in der WWF, den Big Boss Man. Etwas verhöhnend hier von Double C. Whippen jetzt in die Seile. Klosan geht daneben. Oh, das könnte Crucifix werden und oh nein, jetzt ein Pinning Combination 1, 2. Aber Double C wieder oben auf. Jetzt Aussieber. Oh ja, wieder Klosan sitting aufs Top Rope.
Double C Chance. Aber nur von Ares, nicht von den Fans, die honorieren das nicht. Jetzt raut haben hier die Luft mit einem Aufgabegriff hier. Ich kann das jetzt von hinten nicht so gut erkennen, hier auf die Kamera. Summt das hier an, ja. Er will ihn jetzt zur Aufgabe zwingen hier. Aber nein, er kommt raus hier. Marshall T. Wieder daneben geht die Close an. Und Flying Shoulder Block von Double C. Jetzt hier Recover 1, 2, er kann Schluss machen hier. Oh. Das war knapp. Jetzt wieder ein Ausheber von Double C. Slammt ihn jetzt. Er will Schluss machen. Das könnte der Finish Move sein, den kennen wir. Oh, vom zweiten Move. Zweiten Seil, oder? Ein Big Elbow Drop. Das heißt, der Börsencrash bleibt uns noch vorenthalten. Zwei und. Ah, vielleicht sehen wir ihn doch noch. Heini jetzt. Ja, jetzt ist der Marshall doch schon etwas gestrauchelt hier. Wieder Knee Lift. Also die Erfahrung hier von WC setzt sich hier eindeutig durch. Oh mein Gott, was kommt hier? Side Suplex hier und from nowhere. Eins, zwei und WC kommt raus. Jetzt zählt El Locutez an, beide Leute am Boden hier. 5, 6, Double C ist schon auf den Beinen. Und Marshall, der Marshall liegt noch. Schafft er es? Ja, und es geht wieder weiter. Jetzt blockt der Marshall. Oh, kommt zurück hier. Und. Oh mein Gott, das sind hammerharte Schläge. Whippen jetzt in die Seile. Clothesline fällt hier Double C. Aber Double C kommt zurück. Die Closinger, die wieder daneben. Und noch eine Lariat von Marshall T. Dropkick jetzt. Aber so richtig findet er nicht das Rezept in Double C. Oder ist er noch etwas ängstlich? Ja, muss es was tun, das dauert alles zu lange. Jetzt covert er ihn, aber das hat zu lange gedauert. Es war ein Faustschlag, sagt der Locutez. Er bricht das Cover hier ab. Oh, jetzt könnte ein Ansatz kommen, zu einem Bulldog eventuell. Oh, Face Slam. Jetzt ein Cover. Eins, zwei und Double C kommt wieder raus. Oh! Oh, wieder Heini. Oh, was ist das hier? Oh mein Gott! Wow! Oh mein Gott, diesen Move habe ich noch nie gesehen bei Double C. Und das eigentlich. Eins. Oh, es war es noch nicht. Es war es noch nicht. Aber jetzt wieder Schluss machen. Jetzt könnte der Move kommen, den ich vorher angesprochen habe. Der Börsencrash. Es ist der Finishing Move von Double C. Oh, was? Marshall T ist es schon wieder. Oh, es glaube ich. Jetzt hat er mit Double C was vor. Cross-Arm Slam und Sit-Down, den kennen wir von Robbie Brookside. Und eins, zwei und Double C kommt raus. Aber er muss, oh, er plant einen nächsten High-Risk-Spot hier vom Top Rope. Marshall T, Flying Clothesline. Eins,
2 und Doubles kommt wieder raus. Jetzt kann alles passieren hier. Wir sind auf jeden Fall schon in der Schlussphase dieses Matches. Also es muss jetzt schon irgendwas passieren. Oh, Fehler. Oh, Big Clothesline in die Ecke. Whippt jetzt. Oh, Reversal von Double C. Oh, jetzt kommt er zurück mit einer Clothesline. Also Clothesline feste heute. Der Fuß war hier schon an den Ropes. Jetzt 1, 2. Oh nein. Elbow jetzt in der Ecke. Und Chops hier. Noch ein Chop. Whip ihn jetzt wieder. Noch einmal, aber das ging irgendwie daneben, es ging schief. Jetzt ist er wieder in der Ecke mit Double C. Und. Oh mein Gott! Swiss Chin Music. 1, 2. Und das war's. Sieg für Double C. Was macht Ares jetzt? Double C. Oh, er attackiert jetzt Marshall Lee. Es ist eigentlich nicht nötig. Das haben sie jetzt nicht nötig. Aber was soll man das dagegen machen hier? Das kann passieren. Jedenfalls der Gewinner des Matches heute. Im Einzelkampf Double C, nicht zusammen mit seinem Partner Ares, den wir vielleicht heute Abend noch sehen werden. Aber muss das jetzt sein? Ja, ich schaue gerade, ob irgendwer vielleicht Marshall hier zu Hilfe kommen kann. Oh, Tom Cripple ist jetzt am Ring. Wildchild Tommy Knocker. Aber er sollte aufpassen, er ist verletzt. Ja, sollte hier nicht eingreifen. Oh, doch. Aber ist das hier? Wer ist das? Oh, Dropkick, wow! Who's that guy? Wer ist denn das? Wow! Tornado DDT, oh mein Gott! Wer ist denn das? Wow! Santum! Oh mein Gott! Ja, wer ist denn dieser junge Mann hier? Und die Regie sagt mir, das ist Burner. Burner ist das. Ein neuer Mann in der SWF. Unglaubliche Szenen hier. Ja, die S. Don Heavy. Ich habe dich schon zweimal besiegt und heute willst du meinen Gürtel schon wieder haben. Bitte sehr, heute Abend besiege ich dich ein drittes Mal. So einfach ist das. SWF Powerhouse Champion forever. Also wer ich bin, das ist ja selbstverständlich. Ich bin der Präsident von der Swiss Wrestling Federation, der Danny Michaels. Wie man sieht, bin ich leicht verletzt. Sonst hätte ich heute, was ich heute vorhabe, selber in die Hand genommen. Aber leider, da ich verletzt bin, habe ich etwas organisiert, damit ich am Chris Bernardi, der möchte gern Light Heavyweight Champion, durchquer ich um und er wird garantiert heute seinen Titel verlieren, ob er will oder nicht. Auf gar keinen Fall. Warte mal, bis die Musik hier vorüber ist, dann werden wir weiterreden. Hier kommt ein wichtiger Mann zum Ring, es ist Danny Michaels. Oh,
Ich weiß nicht, was da los ist. Jetzt muss Thumbtack Chip wieder gehen. Er will wahrscheinlich noch... Nein, jetzt kommt... Was ist denn da los heute, Mann? Jetzt ist wieder Siggi da. Ja, ich dachte mir, ich übersetze das mal, was während, die da sagen. Während Thumbtack Chip hier abgeführt wird von der Security, dass es hier zu keinem Brawl kommt. Warte mal. Das ist mal wieder typisch Frauen beleidigen und bezeichnet die Leute als Hinterwäldler und so. Das kennen wir von dir, aber vielleicht könntest du, wie gesagt, ein wenig übersetzen hier, was sie zu sagen hat. Wir haben sie schon gesehen bei Carnival Brawl. Ja, die müssen wir angeben, dass Danny Michaels der Präsident ist und Besitzer und bla bla bla, wie immer. Ja, er ist ein wichtiger Mann hier in der SWF, Danny Michaels. Aber er ist verletzt, er ist anscheinend auch verletzt hier. Ja, er hat sich vor ein paar Tagen an der Schulter verletzt, Schlüsselbein angebrochen. Ja, aber es kommt halt, wenn Leute sowas machen, die nicht in den Ring gehören. Ja, er wrestelt doch nicht mehr, oder? Ja, nicht mehr, aber er geht halt trotzdem ab und zu trainieren. Und ja, er will fit bleiben. Vielleicht hat er sich ja die Hintertür offen gehalten für ein mögliches Comeback. Ja, meint jetzt ist er ist noch der Besitzer dieser Frau, der beiden Leute. Obwohl, ja. Das wissen wir. Was sagt? Das war noch einmal laut und deutlich. Ich glaube, da hat er sich etwas den Mund zu voll genommen. Also jetzt zu viel. Ja. Alles sind Verlierer und nichts. Und ja, von wegen, er könnte mir alle am Arsch lecken. Oh, jetzt. Ja, jetzt kommt auf Chris Bernardi zu sprechen. Und dieser denke angeblich, dass er der beste Lightweight-Champion ist. Ja, meine, Chris kann ja gar nichts. Ja, also Danny Michaels legt sich gerne mit Publikumslieblingen an hier in der SWF, das kennen wir. Ja, jetzt bezeichnet der Chris Bernardi als Gartenzwerg. Ja gut, Chris Bernardi hat dazu auch was zu sagen. Er gehört in die Cruiserweight Division, aber Heavyweight ist er halt keiner, der Chris Bernardi, aber der Kühler ist ein Top High Flyer hier. Und da wird er jetzt auch zum Ring kommen, nehme ich an, seine Musik spielen. Da ist er. Ja, da kommt er schon. Wie gesagt, ich weiß nicht, was hier Danny Michaels von Chris Bernardi will. Jedenfalls, er hat den Titel seit Carnival Brawl eigentlich verteidigt. Er hält ihn noch immer. Er hat ihn seit fast einem Jahr jetzt. Er hat ihn im letzten Oktober gewonnen. Hat ihn bisher zweimal verteidigt, erfolgreich. Einmal in Wien, einmal beim Carnival Brawl. Und ja, mal sehen, was heute kommt. Schauen wir mal. Okay. Danny, this is, du machst das unfertig. Du warst auf einmal, hier, wo es fertig losgemacht hat, sind nicht so verdammt viele verdammte Arschlöcher wie du. Ja, das stimmt. Sondern da drücken sie durch deine eigenen Töne.
die Leute, die Wrestling groß gemacht haben, waren nicht so Arschlöcher wie Daniel Hofer oder Danny Michaels. Also viel Geld hat Danny Michaels nicht an solche zwei Lackaffen, sag ich mal, als Security-Typen. Da will ich mich schon Leute nehmen, die etwas besser gebaut sind. Also die schauen mir schon etwas, ja, lächerlich aus. Hey, das war mein Spruch. Naja, er kommt jetzt auf die kleine Bitch zu sprechen. Naja, ich würde sagen, Ripka ist, ich will sie nicht von der Bettkante stoßen, aber... Naja, eben weil sie mit diesem Danny Michaels verkehrt... Lass das mal Danny Michaels nicht wissen. Ja, ich würde gerade sagen, eben weil sie mit diesem Danny Michaels verkehrt, das kann man jetzt so sehen, werde ich mir natürlich nicht die Finger schmutzig machen hier. Ja, meint, er hat einen riesengroßen Hass auf Chris Bernard. Ja, wieso denn? Hat er seine Freundin ausgespannt? Ich glaube nicht. Ja, eh. Kleiner Seitensprung vielleicht von Olivka. Das heißt, es gibt jetzt schon das Light Heavyweight Title Match. Ja, anscheinend. Er ruft jetzt seinen kleinen Bruder Andy Michaels raus. Ich weiß jetzt nicht, was das soll. Ja, den kenne ich zwar nicht, aber schauen wir mal. Ja, aber scheinbar können sie sich gute Frauen leisten. Das scheint zu stimmen, ja. Auch diese Frau würde ich nicht von meiner Bettkante stoßen. Wow. Anscheinend geben sie das Geld für die Frauen, also nicht für die Security. Aber ja, das stimmt, ja, aber da würde ich auch eher das Geld für die Frauen ausgeben. Ja, gut. Trish, aber Trish. Nicht Stratus. Nein, so gut ist sie auch nicht. Na. Ja, ich persönlich kenne Andy Michaels nicht. Ich weiß nicht, ob es ein leichter Gegner sein wird für Chris Bernardi. Da weißt du mehr, aber wie gesagt. Wrestler ja, als eigentlich als groß, gut aussehen, wobei, ich weiß ja nicht. Ja, anscheinend gibt es jetzt ein unangekündigtes Match. Also, so wie mir jetzt Andy Michaels hier, ja, ich würde fast schon sagen, die Optik versaut, denn da habe ich keine Angst, dass hier Chris Bernardi seinen Titel verteidigt. Muss ich ehrlich sagen. Wieso schmeißen jetzt den Gürtel weg? Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist ziemlich ja, provozierend. Naja, anscheinend passiert jetzt doch was. Da kommt auch schon ein Ringrichter. Oh, da ist die Sau wieder. El Loco Taz ist hier auf dem Weg zum Ring. Ich war da nicht. Ja. Ja, das ist alles, wir kennen das. Es ist ein... Oh, da ist Andy Michaels attackiert bereits. Chris Bernardi. Whippen in die Ecke. Closer geht daneben. Aber hier, ja, das geht in den Magen und russischer Tango, Russian Leg Sweep. Und so leicht geht's. Andy Mag ist schon ziemlich angeschlagen. Oh, was setzt die Hand? Das könnte ein Sharpshooter werden, ja. Nein, was macht jetzt Danny Mag? Die Security, das sind die zwei Typen hier. Die gehen jetzt in den Ring, greifen wir Chris Bernardi an. Ja, das ist ganz keine Disqualifikation, oder? Auf jeden Fall. Das ist... Ja. Was ist da los jetzt? Ja, jetzt eindeutig Disqualifikation. Das ist eine Disqualifikation. Das war eigentlich kein wirkliches Match jetzt. Was ist da los jetzt? Was hat... So, Chris Bernardi, du hast zwei Helden in deinem Hallen. Wir werden die zweiten
kontaktieren worden ist. Selber schuld, ja, Mann. Heute Abend werden wir die vier besten Wrestler in der Münze sehen, wo ein Match gegen machen. Und wir müssen heute Abend noch kämpfen. Also, anscheinend setzt ein Four-Way Dance fest und der Sieger wird noch auf Chris Benardi treffen heute Abend. Also, Chris Benardi muss auf jeden Fall heute noch den Titel verteidigen. Ja, wobei, aber dass er jetzt den Titel verteidigt hat, ist ja Danny Martin selber schuld. Also. Okay, er kann sich auf jeden Fall ausrasten, denn ich nehme an, das wird wahrscheinlich etwas später stattfinden. Oh mein Gott! Das ist natürlich... Ei, das tut weh. Ja, mit der rechten Hand, die ist nicht verletzt und da... Oh, das ist natürlich hammerhart. Ich meine, er hätte jetzt seinem Bruder den Titel anders verschaffen können, aber er hat selber versaut. Also. Und jetzt muss er halt eine Stipulation ansetzen, wo hier vier Leute... Das Match werden wir demnächst sehen. Ja, ich schätze mal, es wird gleich kommen. Das wird als nächstes stattfinden, das nehme ich auch mal an. Ja gut, ich werde dann mal wieder nach hinten gehen und schauen, was da los ist. Ich komme dann später irgendwann mal wieder. Von uns dann später wieder, Sigi, was da los ist. Mal schauen, ob jetzt noch weitere Co-Kommentatoren heute... Das ist jetzt schon wieder mit diesen... Das ist schon wieder Thumbtack Jack. Guess who's back? DJ's back. Bleibst du jetzt endlich da oder was ist da los? Ich werde jetzt hier da bleiben. Die SWF braucht dich? Oh ja! Für was? Für Dark Matches? Dark Matches. Ich werde mich hier hocharbeiten, falls ich nochmal ein Match bekomme. Falls. Also Chris Benardi gesehen. Nimm dir mal an dem Typen ein Beispiel. Oh ja, ganz toll. Was ist an Chris Benardi bisschen so toll? Chris Benardi ist der SWF Light Heavyweight Champion. Ja und? Schau, wer mal da kommt. Ja. Ein weiteres SWF-Talent. Ja, wer kommt denn da? Das ist Reverend Yule. Ja, ein sehr merkwürdiges Wesen, wie mir scheint. Das sieht doch nett aus, oder? Na, ich weiß ja nicht. Also mein Geschmack ist das nicht. Ja, warte mal, was ihr im Ring seid. Ja, im Ring. Bla, bla. Besser als... Die Entrance ist nicht das Ausschlaggebende im Wrestling. Ja, das Entrance-Team ist auch scheiße von ihm. Und im Ring wird er nicht besser sein als ich, denn hier ist niemand besser als ich. Warte mal ab, was ihr zeigt. Ja, warte ab. Du urteilst viel zu früh immer. Ein ziemlich schräges Entrance-Team. Ja, also mein Stil ist es nicht. Aber wenn es dem jungen Mann gefällt, soll er doch mal machen. Ja, und der kämpft gegen einen Mann, den wir haben bei der SWF-Show Carnival Ball gesehen. Das war ein Spitzenkampf, Dude gegen Chris Benardi. Und da ist der Dude aber auch angeschlagen. Was ist denn mit den Leuten heute los? Da sind die Hälfte angeschlagen. Ach, dieser Simon Land, der soll man nicht so rumtun. Ich habe sein Match gesehen bei der Show und der Typ ist nicht mehr als ein Gummiball, ein dummes, kleines Flummilein. Ja, der Typ hat eine gewaltige Sprungkraft, er zeigt High-Risk-Spots. Er ist ja wie ein menschlicher Gummiball. Ja, hab ich doch schon gesagt. Ja, aber das ist im positiven Sinne, meine ich das. Nein, ich mein's im negativen Sinne. Du meinst, weil ein Gummiball nur 5 eine Mark kostet, ist Kaugummiautomat. Ja, wir kennen ganz genau einander. Aber es ist ein Four-Way-Dance, das heißt, es kommen noch zwei Leute hier rein. Noch zwei Leute, noch zwei talentierte Leute, ja? Talentiert. Schau dir mal diesen Mann an. Das ist Jesus. Ich habe mir sagen lassen, dieser Mann hat sich gemacht seit der letzten Großveranstaltung Carnival Brawl hier. Also ich weiß ja nicht, aber wenn ich mir diesen Typen... Das ist der Messias in Person. Nein. Doch. Wenn ich mir diesen Typen anschaue, weiß ich, warum ich nicht christlich bin. Noch einer. Dieser Mann, Jesus, repräsentiert hier den Messias in der SWF. Das ist doch lächerlich. Vergesst den XPW-Messias. Ja, jetzt wollen sie sich hier verbünden zu dritt. Sehr, sehr mutig. Sehr mutig, wirklich. Das werden wir alle sehen. Four-Way-Dance, kann einiges passieren. Sie können sich jetzt schon verbünden, wie sie wollen. Oder wie es dann wirklich im Match abgeht, das werden wir sehen. Da ist er, jawohl! Der Klick! Hat sich etwas
etwas verändert, kämpft jetzt nur mit der schwarzen Hose, aber er ist auch ein guter Mann. Kommt er sich irgendwie toll vor mit seiner hässlichen Unterhose? Man könnte ein Beispiel nehmen, dieser Mann hat es nicht mehr nötig, ein T-Shirt zu tragen. Oh, Lobo von Jesus! Ja, ja, nötig, ein T-Shirt zu tragen. Pah, ein guter Witz. Es geht los, wir haben 4 Leute im Ring und jeder davon. Ja, das war's jetzt hier mit der Verbündelung. Doppelgroßlein geht daneben und jetzt oh, Doppel-Dropkick. Ja, okay. Aber der Dude ist umgeschlagen. Warum macht er sowas? Warum zeigt er solche Aktionen? Weil er den Light Heavyweight Title haben. Egal, was es kommt. Dann soll er pausieren. Leapfrog drüber und... Oh, wow. Naja, ein bisschen unkonventionell, aber warum nicht? Ja, diese Leute sind so schnell. Also es gibt wahrscheinlich überhaupt im deutschsprachigen Raum keine schnelleren Leute. Ja, selten so gelacht. Ja, ladet sie mal ein in die WXW. Vielleicht können sie euch fordern oder sonst was. Das haben wir nicht nötig. Wir haben genug begabte Leute bei uns. Aber auch die SWF. Und das sehen wir hier in diesem Four-Way-Dance. Naja, okay. So richtig überzeugt bin ich da noch nicht. Jetzt Whip-Hin von... Und? Oh, doppelter Konter. Doppelter Konter. Oh ja, herrlich. Naja, es fängt jetzt langsam. Cover hier. Eins, zwei. Ah, ja, das war noch ziemlich locker von Jesus. Das war kein Problem. Ja, auf Jesus baue ich auf jeden Fall. Er hat sich verbessert. Das hat mir gesagt hier. Ja, es sieht auch körperlich etwas besser aus. Wow, herrlich. Ja, aber die Brücke konnte er nicht machen bei diesem Northern Light Suplex. Ja. Ist angeschlagen, ja, seht ihr. Oh, Stunner! Herrlich. Und jetzt könnt ihr covern. Das könnte schon sein. Und. Oh. Ah, ja. Machen denn der Click und Jesus draußen? Ich habe keine Ahnung, wollen vielleicht einen Gay Club aufmachen oder so? Nee, ich glaube, sie sind doch so ein Apostel. Oh mein Gott, Backdrop! Oh ja, das geht auf die angeschlagenen Rippen, auf den angeschlagenen Rücken. Das tut natürlich sie weh. Sie schonen sich, die beiden schonen sich, die wissen, was sie machen. Ja, das schaut wirklich danach aus. Oh, Backbreaker jetzt. Ja, ehrlich, ja. Dieser kleine Mann. Oh, Sideslam. Sah ein wenig albern aus, aber dennoch. Effektiv. Es war effektiv. Dude windet sich hier am Boden. Was kommt hier jetzt? Dude vom zweiten Seil. Oh, Electrop. Ja, herrlich. Und da sind sie schon wieder im Ring. Ja, das wird nichts. Das Cover. Nein. Das war zu sehen. Das könnte Ansatz kommen für einen Double Suplex. Easy. Ja, herrlich durchgezogen. Ja, The Click und The Dude arbeiten hier schön zusammen. Nein, nicht The Dude, natürlich Jesus. The Dude jetzt auf dem Top Rope. Dude ist im Top Rope. Alle drei hier oh zusammen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Oh, nice. Dude, er ist angeschlagen. Ah. Oh, Headbutt. Oh mein Gott. Dort, wo die Juwelen zu Hause sind. Oh, das ja tut weh. Oh mein Gott. Ja, arme Reverend Yule. Ja, das ist vielleicht der Nachteil, dass er etwas zu leicht ist. Oh ja, und jetzt hat er ein Problem hier gegen drei Leute, wobei The Dude angeschlagen wird hier auch nochmal attackiert von Jesus. Also ich glaube, Dude wird es hier am wenigsten schaffen hier. Ja, es schaut überhaupt nicht gut aus für ihn, aber... Oh, Double ja, ein schöner Double Dropkick. Damit kommt er zurück ins Match hier. The Dude. The Dude, was ist das überhaupt für ein Name? Also? Ja, das ist der Kerl, der Kumpel. Das ist ein Kumpel. Und? Wow! Powerbomb, nein, Hurricane Runner! Ja, er mag angeschlagen sein, aber er hat noch einige schöne Spots hier auf Lager. Was macht Jesus jetzt? Einige Schläge hier in der Ringecke, ein Whip-In. Die arbeiten zusammen hier. Jesus in die Ringecke mit einer Avalanche. Ah, The Dude wankt. Wird er auch umfallen? The Dude ist schaut ganz danach aus. Jobs jetzt von Robert Dude. Oh ja! Und noch ein Avalanche hier hinterher. Jetzt Whip-In in The Dude, aber... Oh, was macht ihr mit Monkey Flip? Ein Monkey Flip! Aber er steht! Dude steht! Oh, da nicht aufgepasst. War selbst überrascht. Jetzt geht es hier rund im Ring. Wow. Also auch wenn dieser DDT oder Suplex oder was es werden sollte, nicht so effektiv war. Er hat auf jeden Fall gereicht, um hier seinen Gegner ein bisschen zu verwirren. Also ich fixiere mich jetzt auf einen Mann. Ich sage, es wird der Click werden. Der Click? Nein, ich weiß hier nicht. Doch, Dude ist angeschlagen. Reverend Dude ist mir etwas zu leicht und zu unerfahren. Für Dude! Unglaublich! Eine Head Scissor in einem Bulldog. Ich fass es von einem verletzten Mann. Was macht Reverend Yule allerdings jetzt da oben? Drei! Was kommt hier jetzt? Nochmal, er versucht... Oh ja! Tilt-a-World Backbreaker! Auf den verletzten Rücken! Und das könnte sein! Das ist es! Das ist es garantiert! Er kann sich jetzt nicht mehr wehren! Unmöglich!
Aber der Dude ist jetzt ausgematcht raus. Reverend Yule. High Cross Body, aber abgefangen. Er ist zu leicht. Was wird das? Oh, ein Rip Breaker. Harte Aktion. Und jetzt könnte ein Finisher kommen von Jesus. Steigt aufs Seil. Und wow! Vader Bomb! Naja, aber oh! Ja, der Click scheint was dagegen zu haben. Platz hat sich gewendet. Der Click attackiert Jesus. Suplext ihn. Der Wild Dude außerhalb des Ringes versucht nochmal irgendetwas zu schaffen. Ja, aber es schaut nicht gut aus für ihn. Überhaupt nicht. Aber jetzt, wie gesagt, der Click mit Jesus beschäftigt. Reverend Yule und Dude angeschlagen. Ja, es könnte jetzt vieles werden da vom Top Rope. Oh. Oh, Dropkick in die verletzten Rippen derweil. Ja, Dude ist out. Ich glaube nicht, dass man... Oh! Ein Knee Strike in den Rücken hier. Herrlich! Und Dude steigt drauf. Was könnte wird ein Suplex das? Werden. Das wird ein Suplex. Das wird ein Suplex. Nein! Nein, 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 nein! Also, oh! Und eine Powerbomb, oder? Oder? Ja! Ja. Sit down! Oh. Ja, das war's, glaube ich. Das war's. Garantiert, das war's. Ja, nein! Was macht er? Oh, nein. Wir haben die EMTs hier. Ja, die Sanitäter am Ring kümmern sich um den Dude. Ja, wir haben es gesagt, er hätte nicht in den Ring steigen sollen. Wow, Tornado DDT! Tornado DDT der Ball, während der Dude hier... Ja. Der Dude is out. Ja, der ist out. Er ist raus. Wir haben der 4-Way-Dance, mittlerweile nur ein 3-Way-Dance. Das war's für den Dude. Wow, Falcon Arrow! Ja, und 1, 2! Mehr kann er nicht nehmen, normal. Jetzt die Sau hier aus dem Ring gezogen. Sau. Wie sprechen Sie über diesen Schiedsrichter hier? Ja, hallo! Als Sie zum Ring kamen, haben Sie Sau zu ihm gesagt. Ja, aber jetzt hat er ja was geleistet. Und ja, was hat er geleistet? Er wurde aus dem Ring gezogen. Also, ganz toll, das kann ich auch. Anyway, nein. Backbody Drop, oh, yes. Nein, Cover, das könnte sein. Ein Upset, oder? Nein, zwei wieder. Cover, sag ich jetzt, geht's hin und her. Oh, oh, oh. Reverend Drew soll noch was machen, bevor es vorbei ist. Ja, jetzt versucht er auch hier. Ja, jetzt rollt er sein Gegner ein. One, two, aber nein, oh nein, 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 nein. Jesus kam raus. Geistesgegenwärtig von ihm. Also, unglaublich. Ja, okay, auch wenn ich am Anfang ein bisschen skeptisch war, diese Leute sie wissen. Loben diese Leute. Ja, ja, sie wissen zu überzeugt. Doch, ja. Doch, muss ich zugeben. Aber an die Klasse von WXW-Wrestlern und speziell mir kommen sie natürlich nicht. Ja, an. Dann fordert mal irgendwen hier. Ja. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Ja, machen Sie das, die squash ich weg in 2 Minuten. Ja. Alle 3 zusammen. Was kommt? Nein, DDT! Ein doppelter DDT und die Halle steht. Holy shit, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh ja. Obwohl er ein Reverend ist. Und jetzt müsste er doch nur covern. Er hat beide Gegner ausgenockt, aber nein. Ja, aber sie sind draußen. Ja, sie sind draußen. Da kann er sie nicht covern. Ganz toll. Ja. Es rappeln sich beide draußen wieder auf. Sammeln sich hier, werden angezählt. Beide wird doch hier alliiert. Ja, sollen sie aufpassen, dass sie mal nicht ausgezählt werden. Von der Sau. Oh, wow! Herrlich, ja! Wow! Somersault! Suicide! Kurzes zweites Wow! Ein suizidaler Move von Reverend Yule. Ja, aber da muss er natürlich aufpassen, wenn er so ein Risiko geht, dass er nicht in Seilen hängen bleibt oder irgendwas. Da muss er aufpassen. Reißt klein, wendig und leicht, da kommt er locker durch diese Spalte durch. Ja, das stimmt. Was setzt der jetzt an hier? Ein Inverted DDT? Oh, Jesus blutet! Jesus blutet! Oh mein Gott, Jesus reversed! Wow! Der Parker, ein Move aus der CCW kennt mir hier. Sehr schön. Ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall Jesus nicht in The Last Temptation of Christ, aber es war es nicht. Das kann er gerne machen, ja. Okay. Oh mein Gott, nein, nein, nein! Oh! Oh! Himmels Willen! Wir haben kein Ding nicht da rein! Nein! Nein, was jetzt? Und was wird das hier? Ein Double Underhook? Double Underhook Suplex, nein! Nein, wird geblockt, wird geblockt! Nein, Jesus geht auf die Knie, geistesgegenwärtig, damit hier diesen Move nicht fassen. Reverend hier wieder auf dem Top Rope. Reverend Top Rope Drop. Wow! Sau ist am Boden. Schöner Missile Drop. Das heißt, es kann momentan überhaupt nichts erfolgen. Ja, jetzt ist sowieso ein Leute. Da peppelt mal die Sau auf. Ja, jetzt nimmt er sich eine Mülltonne. Ein Deckel, das ist doch schon mal was. Oh, ein Kardinalfehler von Reverend Yule. Kardinal ist er doch nicht, aber es war ein Kardinalfehler. Was für ein Trottel. Springt er einfach in den Mülltonnendeckel hinein. Ich fasse es nicht. Sie sehen es, der Jesus hat einen Cut erlitten. Ich weiß nicht, bei welcher Aktion jetzt. Ja, aber was hat auf die Sau aus? Ich denke erst, er will ihn hier wieder auf. Und jetzt. Jetzt nochmal der Ansatz zum Double Underhook. Und. Wow. Ja, das war eindeutig ein Pedigree hier. Ja. Ja, und da ist die Sau wieder wach. Cover, 1, 2, das ist 3, ja! Der
Klick gewinnt hier dieses Match. Ja, ein wirklich schönes Match, dieser vier Leute. Auch von Absolut. Auch wenn er ausgeschieden ist, aber trotzdem sehr, sehr, sehr ansehnlich. Diese Leute haben sich gemacht, die haben fleißig trainiert seit der letzten Show. Also wir werden, wie gesagt, dann spielt das Amt. Das Light Heavyweight Championship Match zwischen The Click und Chris Bernardi sehen. Oh mein Gott, Jesus! Mit einer göttlichen Clothesline. Ist jetzt nötig hier? Jesus, musste das sein jetzt? Was soll denn das? Also bitte. Kennen, nämlich Scorpion. Ja, Scorpion war schon bei der WXW. Von den WXW-Shows kenne ich ihn und ja, er hat einen guten Eindruck hinterlassen. Mal schauen, was er hier heute zeigt. Ist ja ein Heimspiel quasi für ihn. Da ist der Scorpion, wir kennen ihn. Das ist ein nicht ganz durchschaubarer Zeitgenosse, ich weiß nicht, ja. So auf welcher Seite er steht. Aber immerhin hat er eine deutlich bessere Entrance-Music als die Leute in dem Match davor. Aber das macht ihn wahrscheinlich gefährlich oder unberechenbar. Das macht ihn gefährlich. Und wer ist denn das? Ja, wer kommt jetzt da? Und was soll jetzt dieser Hampelmann da? Wer ist denn das? Ich habe ihn noch nie gesehen. Ja, diesen Mann kenne ich nicht. Er spricht jetzt hier mit Scorpion und versucht irgendeine Stimmung zu machen. Stolpert hier fast. Schauen Sie sich das an. Kommt jetzt hier beim Ring, der Mann. Ja, vielleicht möchte er einfach den Erfolg hier mit Scorpion teilen. Ja, aber es kann doch nicht angehen, dass so ein Clown einfach in den Ring kommt. Also das geht auch nur in der Schweiz. Irgend so ein Idiot, der sich da in den Ring schleicht. Ist das ein Manager, ist das ein Fan oder was? Ja, ich weiß es nicht. Scorpion reagiert ja auch nicht drauf. Warten wir mal auf seinen Gegner, das ist der Creeper. Ja. Ja, der Creeper, hier haben wir gesehen. Er hat bei Carnival Ball gegen NR und damals um den Heavyweight-Titel gekämpft. NR ist weg, er ist nicht mehr bei der SWF. Ja, das ist auch gut so. Also ein Mann, der Heavyweight-Champion ist, obwohl er kein Heavyweight ist, ich weiß ja nicht. Naja, sagen wir so, er ist auf jeden Fall schwerer als Thumbtack-Jack. Warten Sie mal noch 2 Monate ab, dann bin ich sogar schwerer als die Sau. Gegenüber den Leuten, die wir vorgesehen haben, ist auf jeden Fall schwerer. Ja, aber ist die Frage, ob er jetzt diese... Jetzt ist etwas leichter. Er hat seine Kette abgenommen, aber ist die Frage, ob er diese Masse auch bewegen kann im Ring. Das werden wir sehen. Scorpion ihn kennen. Wir haben ja ein paar Mal bei der WXW schon gesehen. Mhm. You ready? Schauen wir uns mal an. Das ist das Match hier vor der großen Pause. So, beide umschleichen sich. Kämpft Creeper mit seiner Brille? Oder hat er sie vergessen? Er hat keine Brille auf. Was hat er denn? Er hat sich Make-up auf die Augen geschmiert. Das sieht doch aus wie eine Brille. Das sieht nicht aus wie eine Brille, das sieht einfach nur schwul aus. Ja, es sieht aus wie... Und bitte, das sag ich als jemand, der lackierte Fingernägel hat. Das musst du gerade sagen. Ja. Das traust du dich. Das traue ich mich. Gut, vielleicht ist der Creeper oft in der Sonne, denn dann tönt man auch die Augen rundherum mit dunkler Farbe. Nein, das glaube ich eher nicht. Aber wenn wir so seine Körperteile ansehen, die hier, wie gesagt, nicht mit Bekleidung überdeckt sind, hat nicht wirklich eine Farbe.
Ja, aber er kämpft sich hier schön aus dem Wristlock heraus, geht in einen Hammerlock über. Wieder der Wristlock angesetzt. Aber... ja, ob er damit weiterkommt, also aufgeben wird Scorpion hier sicher nicht. Na gut, die Schnelligkeit des vorherigen Matches, die wird jetzt natürlich nicht übertroffen werden, das ist klar. Ja, das ist sehr schwierig, das glaube ich auch nicht, dass hier das noch zu schaffen ist. Hier wird es klassischer zur Sache gehen. Schön. Scorpion befreit sich hier. Schön, herrlich gemacht, Scorpion, der für mich der agilere Mann ist. Ja, das bessere. Auf jeden Fall. Hat jetzt hier seinerseits den Wristlock angesetzt. Oh, und ein Kick in den Rücken, gleich noch einer hinterher. Ja, damit könnte er ihn schon eher ausnocken oder zumindest mal kurz auf den Boden befördern. Während Creeper ja eher ein Brawler ist. Ja, das hat man auch gesehen, wenn jemand schon mit einer Eisenkette zum Ring kommt. Erwartet man sich eigentlich nicht so ein Match, wie man es jetzt hier sieht. Shoulderblock jetzt, das haben wir gesehen, die Stärke des Creepers. Ja, auf jeden Fall, er hat ihn hier einfach umgerannt. Boxsprung. Noch ein Boxsprung. Oh, herrlicher Leapfrog. Wow, Japanese Arm Drag. Sehr, sehr schön. Kammer hinter 1, 2, aber... ah, nein, nein, nein. Zu früh das Match. Waren bereits flotte Aktionen. Mir ist so ihm aufgefallen, ich erinnerte Creeper an einen Mann, den wir oft bei MTV sehen, mit seiner Familie, mit seiner liebevollen Tochter. Es ist Osborn, aber nicht wirklich. Ah ja, wollen wir darauf jetzt eingehen? Ich oh, die Tifo Scorpion, er erinnert mich ein wenig. Naja, solange er nicht so oft das F-Wort in den Mund nimmt, wie gesagt, Familie ist ja alles in Ordnung. Das ist ja auch Family Entertainment hier, das wollen wir ja sowas nicht, so Wörter wie Fuck sagen. Das oh. Darf hier und ja. Jetzt ist es passiert. Super. Das muss ich jetzt ausbaden, denn das Board wird hier mir jetzt eine Rüge teilen. Es tut mir ja sehr leid. Den Zahlschein schicken wir dir nach. In Ordnung, Strafe geht nach München. Den werde ich nicht bezahlen hier. Ja, ja. Ja gut, dann wird bei der nächsten Produktion einiges von dir gecancelt, vom Footage her. Ja, ja. Mein Footage kann man hier nicht rauslassen aus den Shows, das ist unverzichtbar. Ja, wie immer sehr copy Thumbtack, Jack. Aber abwarten. Das war nicht deine letzte Show hier in Europa. Ja, jetzt reden wir mal nicht über mein Footage und meine Auftritte, reden wir über das Match. Reden wir über Scorpion gegen Creeper. Und heute wieder im Dauereinsatz, El Loco Ted. Ja. Die SWF kann sich anscheinend keinen zweiten Ringrichter leisten, wie es ausschaut. Hat keinen zweiten Ringrichter. Ja, sag ich doch. Es geht nicht ums Leisten, denn ich glaube nicht, dass El Loco Ted viel verdient als Ringrichter. Der verdient gar nichts, der ist froh, wenn er ein Brötchen bekommt. Aber er hat die meisten Auftritte hier in Deutschland. Ja, das auf jeden Fall. Jetzt befreit sich Creeper hier mit einigen Schlägen. Whippt Scorpion ins Seil und... oh, und raus geht's mit Scorpion. Ja, was war da jetzt? Das hat da nicht aufgepasst. Also nicht aufgepasst. Aber hier sollte sich Creep nicht abfallen, er sollte nachgehen. Ja, das macht er jetzt auch. Vielleicht hat er uns ja gehört. Und was wird das? Erwartet hier, wahrscheinlich weil Scorpion hier noch am Boden, jetzt steht er auf. Double Extended Blow, ja. Ja, old school. Und da ist dieser Quadratschädel, ich weiß nicht, wer das ist, aber ich bezeichne ihn mal so. Ja, dieser 1,5 Kubikmeter Mann. Ja. Hässlich. Und so unnütz. Was macht der hier? Auf jeden Fall, glaube ich, ist dieser Mann der Mann hier mit dem größten Kopf in der Arena. Noch größer als der Kopf, als der Bauch der Sau. Sein Kopf. Ich vergleiche ihn mit meinem Körper absolut mit Absicht nicht. Das ist wohl besser so. Aber ich sag mal, es ist ein Hammerhead. Jetzt beide wieder im Ring. Ja, oder zumindest Creeper. Scorpion weiß nicht, wie er so reagieren soll auf dieses merkwürdige Männchen außerhalb des Rings. Ja, so ein Headbutt sollte er auf keinen Fall geben. Das ist schlecht. Piraten. Ja. Was kommt jetzt? Oh, jetzt. Ja, herrlich. Das Top Roll gestanden. Wollte schon sagen, Sunset Flip, aber nein. Elbow hinterher. Oh, das hat ihn gestrauchelt. Suplex-Ansatz. Hat er ja vorhin schon probiert. Ja, da wartet er zu lange. Snap Suplex. Ja, herrlich. Das war effektiv. Man sieht es. Schmerzverzerrt das Gesicht vom Creeper hier. Creeper, wie gesagt, er ist keine technische Koryphäe, er ist eher ein Brawler. Ja. Kein Cover. Schlau Scorpion, covern, wenn der Gegner seine Beine im Seil hat. Ganz, ganz toll. Also da muss man noch ein bisschen aufpassen und lernen. Ringübersicht hier, nicht so ganz sein Fall. Ich glaube, der Scorpion braucht diesen Mann, diesen Fan oder was immer es ist, gar nicht. Er ist
Hat die Klasse. Ja niemand braucht Backs so einen right. Fan. Oh. Ja, toll, Backs. Jetzt ist er trotzdem am Apple und das kann Wähler. Toll. Cover hier von Scorpion. 1, 2, 3, das solche Szenen. Und damit macht er sich hier nicht beliebt bei Scorpion. Nee, absolut nicht. Und jetzt Cover von Creeper hier. Oh. Wenn vielleicht dieser Mann nichts anderes im Schilde führt, vielleicht ist er doch vielleicht dann auf der Seite von Creeper. Denn das hat ihm nichts gebracht jetzt. Das hat ihm überhaupt nichts gebracht, ganz im Gegenteil. Ja, Scorpion beschwert sich jetzt auch, aber er sollte sich um Creeper kümmern. Er sollte dieses Männchen da außerhalb des Rings einfach stehen lassen. Aber nein, ja, jetzt kommt Creeper von hinten und das wird nicht gut enden für Scorpion. Oh, warte. Nein. Oh, Beine weggezogen, ja. Ah, interessante Aktion. Aber das, was er zeigt, hat bis jetzt noch nicht wirklich Hand und Fuß. Wieder Whippin. Jetzt ein schöner Haus. Das ist ja herrlich. Das ist Schmerz. Und zwei. Nein, das war es noch nicht. Ja, ein kleiner Scorpion-Chant ging hier gerade durch die Halle, hat aber nicht lange angedauert. Ja, ist ein, so ein Tweener, Scorpion. Ja, die Fans sind auch geteilter Meinung, wissen nicht so ganz, wie sie auf ihn reagieren sollen. Wow! Michinoku Driver hier. Und das könnte es sowas sein. Das könnte es sein. Eins, zwei und drei. Nein. Da kommt er noch gerade raus. Ja, das war knapp. Also Scorpion jetzt doch schwächer als noch vor zwei Minuten. Aber selbiges gilt für Creeper. Kommt hier nur noch schwer auf die Beine. Und ja, die Fans gehen mit Feuern die beiden an. Ja, und das macht ihnen Mut. Sie stehen hier langsam es wieder auf. Es ist ein absolut neutrales Match hier. Ja. Das Einzige ist, dass dieser Hammerkopf da draußen da eingreift. Ja, und das Match stört. Und die Sau mag sowieso jemanden. Das ist hier der Oberheel. Oh, Sau könnte sich beliebt machen, indem er diesen Hammerkopf mal rausbefördert und sagt, ja, verzieh dich. Ja, das könnte er wirklich mal machen. Wenn Scorpion hier jetzt schöne Chops in der Ecke zeigt. Aber beide ist schon davon. Etwas erschöpft hier, Whippin in die Ecke. Da hat dieses da komische, fette Michelin-Männchen versucht, ihm die Beine wegzuziehen. Da ist er auch gestolpert. Ist er gestolpert. Ja, aber Scorpion, warum beschwert er sich da jetzt? Das war jetzt doch zu er seinem Vorteil. Er ist ein fairer Mann, Scorpion. Er duldet das nicht. Ja, aber niemand ist fair, wenn zu seinen Gunsten eingegriffen wird. Knee-Strike jetzt hier. Boah, da bricht er ihm sein Scheißgesicht. Wie können Sie behaupten, dass dieser Mann ein Scheißgesicht hat? Der ist doch nicht, der ist doch noch geschminkt momentan. Ja, eben. Ja, warten Sie, bis man in der Garderobe ist und seine Haare zusammenbindet. Ja, das hilft bei dem auch nicht. Wir gehen in den Eck jetzt. Oh, das war hart. Scorpion hinterher. Rolling. Oh, Avalanche. Das ist der El Traficante Splash. Den kennen wir. Arriba. Nein, oder so. Den zeigt Slash Power. Ach so. Den sollten Sie sich am besten nicht anlegen mit Slash Power. Der ist eine Nummer zu groß für dich. Ja, zu groß für mich. Ich habe mich hier schon mit Tate und allen angelegt. Ja. Soll der nur kommen. Warum verhält sich Scorpion jetzt hier im Ring? Er soll nachsetzen. Er hätte schon. Er ist müde. Ja, er hätte schon fünf Moves zeigen können vom Top Rope. Vielleicht ist er nicht konditionell am Top. Ja, müde, dann soll er mehr schlafen. Oh, Armbreak hier! Top. Woohoo! Nettes, innovatives Manöver. Und jetzt könnte er. Er könnte alles zeigen vom zweiten Seil. Ihr wartet auf seinen Gegner, bis der aufsteht. Das Einzige, was er nicht machen soll, ist zu lange warten. Denn das kann ins Auge gehen. Ja. Ja, was? Mach doch was. Das kein Smalltalk. Mach einen Move. Bulldog from top. Und das müsste es sein. Aber one, two. Zwei. Da hat er zu lange gewartet vorhin. Aber energisch war das Cover von Creeper hier auf gar keinen Fall mehr. Überhaupt nicht, so ist da mit der letzten Kraft noch rausgekommen. Hat jetzt auch nichts entgegenzusetzen. Scorpion versucht noch einen High-Risk-Move vom Top Rope. Da sollte er vielleicht auch nicht zu viel machen, weil dann kann sich Creeper denken, was als nächstes kommt. Allerdings scheint er sehr orientierungslos, weiß nicht, ob er sein Gegner ist. Scorpion war auf dem Top Rope. Was kommt da? Viel zu lange. Oh, ein Spear! Ich habe zuerst geglaubt, das könnte eine Senden werden, aber nein. Ein Spear vom Top Rope, nett, jetzt ein Undertaker-Style. Aber sehr cocky. Ja. Aber oh mein Gott, das war's! Es hat gereicht! Das gibt's ja nicht. Das glaube ich ja nicht. Was passiert da jetzt mit diesem Mann?
Jetzt feiert sich das mit Nee, 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 haben Sie es gesehen? Er will diesmal nichts zu tun haben. Das ist auch besser, so niemand will mit so etwas zu tun haben. Ja, genau. Mann, jetzt stirbt der hier auch noch, also bitte, dass ich doch lieber die Sau macht. Ja, wir haben doch die Sau im Ring, jetzt haben wir eine zweite. Ja, jetzt haben wir sie nicht mehr. Ja, was macht ihr? Ja, jetzt haben wir eine Sau im Ring. Macht jetzt hier einen auf Wrestler? Oh ja, herrlich. Nun ausgehend, Gott, so ein Idiot hast du völlig verdient. Völlig absolut. Von Nelson angesetzt hier und... Oh, Papa. Ja, das könnte eine Steißbeinprellung oder ähnliches bedeuten. Für so einen untrainierten Schwabbeltypen. Was macht denn das Scorpion jetzt wieder da? Ja, der Arme. Seine Musik wird gespielt. Ja, nicht am Kopf. Aufpassen. Nein. Na, fass ihn bitte nicht an. Lass es, lass es. Was? Jetzt hat er ihm aufgeholfen? Warum? Also, ich ja, jetzt hat er Mitleid mit ihm. Was soll man machen? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich kann ihn doch nicht so richtig einreihen. Ein sehr, sehr merkwürdig. Auch wenn er jetzt hier den Applaus der Fans bekommt. Die doch überraschend zahlreiche Herren. Ja, drei werden sich jetzt sicher was zu sagen haben, Backstage. Oh ja. Das heißt negativ oder positiv für diesen Quadratkopf. Naja, und wer weiß, vielleicht geht da ja noch was. Okay. Hallo, ich bin der Chris Bernardi. Danny Michaels, du hast mir für den Abend ein Match angekündigt. Ich kenne meinen Gegner nicht. Es macht für mich keinen Unterschied. Auch den werde ich zermalmen. Ich weiss, es sind alle dabei. Bastia. Jawohl, jetzt kommt ein Mann. Ein begabter Mann. Noch ziemlich jung. Don Heavy, neues Outfit. Er ist komplett weg von diesem Heavy Metal Gimmick, was ich ohnehin nicht besonders fand. Ja, nicht wirklich. Ja, und wird jetzt hier begleitet von dieser Trish Stratus oder ein Verschnitt oder was auch das immer. Sieht gut aus. Vor allem mit dieser jungen Dame an seiner Seite. Ach. Also da finde ich die besser aus. Auch wenn ich mir irgendwie nicht erklären kann, was die gegen mich hat. So, jetzt können Sie sprechen, Thumbtack Jack. Ja, ich will hier nichts zu sagen. Die Musik ist zu laut, Sie können nicht einfach die Musik überquatschen. Und die Musik ist scheiße. Die Musik ist scheiße? Die ist scheiße. Das ist Funk, das ist 70s, 80s Pop. Kein Mensch hört heutzutage noch Funk. Das ist Funk, weil das alles junge Zuschauer sind. Das ist der alte, die Zuschauer wollen auch kein Funk hören. Ja, aber ich respektiere die Musik. Jawohl! Der Local Hero! Jetzt sollten Sie sich mal in Acht nehmen! Ja, ja! Ich hab schon riesig Angst! Jetzt sollten Sie sich mal aufpassen! Ja, ja! Aber ich werde Sie nicht in Schutz nehmen, das sage ich Ihnen gleich! Bitte beschützen Sie mich! Ich habe Angst! Ja, ich kenne diesen Mann, der jetzt kommt gut, ja? Ich kenne ihn leider auch! Ja, dann passen Sie mal auf! Ziggy's back. Back for good. Ja. Versucht ihr zu singen? Er tanzt wie immer. Nicht umsonst heißt er Sigmaster Rapper. Er kann nicht tanzen. Schauen Sie ihn sich doch mal an. Das ist doch... Das ist Billboard Number One. Nein, nicht mehr. Also zumindest nicht bei uns in Deutschland. Doch, sehr wohl. Kein Mensch will mehr dieses Lied hören. Und kein Mensch will Sigmaster Rapper sehen. Das ist doch wohl klar. Ja,
sehen Sie, er ist gut drauf heute, Seedmaster Rappo. Ja, das wollen wir sehen. Fühlt sich hier wohl ganz toll. Der Local Hero hier. Ja. Die Leute haben alle keinen Geschmack, ganz einfach. Das sind die Top-Leute hier in der SWF. Ja, also ich bin auf jeden Fall in diesem Match für Don Heavy. Der soll da Herrn Rappo mal ordentlich zeigen. Hatten Sie schon mal einen Einzelkampf gegen Seedmaster Rappo? Ich hatte einige Matches gegen Herrn Rappo. Einzelkämpfe? Nein, kein Einzelkampf. One on one, das möchte ich sehen. Thumbtack-Check gegen Seedmaster Rappo. Wie war das bei der letzten WXW-Show? Wer hat da im Hardcore-Match Herrn Siggi eliminiert? Das war kein spezielles Einzelmatch. Ich glaube, das war ich. Ja, sowas. Ja. Ha. Treten Sie an, fair and square in diesem Ring. Ich bin heute schon angetreten. Kein Hardcore-Matches. Keine Hardcore-Matches. Ja, aber die WXW-Fans wollen Hardcore-Matches sehen. Wir sind nicht in der WXW. Heute habe ich hier wunderschönes Wrestling gezeigt. Und auch das wussten die Schweizer Fans nicht zu würdigen. Ja, gegen einen Neumann, der noch nicht zu erfahren ist. Da ja, nicht ist zu es erfahren, leicht, aber der ist größer als ich. Das war total unfair. Ja, treten Sie mal an gegen diesen Mann, Seedmaster Rappo, hier bei der SWF. Ja, der ist fetter als ich. Das hat mit dem nichts zu tun. Aber schmeißt hier Don Heavy um. Don Heavy schon am Boden. Don Heavy macht das schon. Don Heavy traf öfter schon an der Seite von Swiss Money Holding, aber ich weiß nicht, ob er sich noch immer mit ihnen hier abgibt. Jedenfalls. Ja, also ich habe sie nicht mehr gesehen zusammen in letzter Zeit im Lockerroom. Aber er hat andere Leute um sich, wie zum Beispiel dieses wunderhübsche Valet, Olipka. Und er passt sie nicht auf, um Gottes Willen. 1, 2, oh. Es wäre natürlich ein Setup hier gewesen. Er hat heute viel um die Ohren, Siggi. Jetzt starren sich die beiden an. Ganz in Schwarz, hoffentlich ist kein gestorben in Don Heavys Familie heute. Ach, hier treten alle nur ganz in Schwarz an, das gehört sich nun mal so. Außer Herr Rappo, naja, tanzt da wieder aus der Reihe. MIB 2 ist derzeit in den Kinos, vielleicht deswegen. Big Clothesline von Siggi. Und noch eine Lariat. Ja, er ist heute sehr flott drauf. Und noch einmal. Oh mein Gott. Jetzt Don, mach doch mal was. Muss eine Auszeit nehmen. Ja, muss keine Auszeit nehmen. Er tut nur so, überhaupt nicht wahr. Er muss eine Auszeit nehmen. Ach, Mann. Seine Löckchen, die werden immer mehr. Und die sehen sie es, die benutzt hier Siggi. Aber helfen tun die ihm nichts. Nein, leider. Ja, jetzt bekommt er einen Vorarm, aber super. Aussieht. Hat er davon. Keiner hat so Goldilocks. Oh, Siggi passt nicht auf. Das hat ja die Swiss Money. Sunset Flip in den Ring jetzt. Das wird nicht. Aber das wird, nein. Dann. Ja, um nochmal. Genau, 1, 2. Sehr ekelhaft, Vorteil aus seinem Kopf. Um nochmal auf seine Haare zurückzukommen. Die Swiss Money Holding hat ja da auch in ihrer Kolumne geschrieben: Curly Hair ist out. Das trägt man heute einfach nicht mehr. Ja, aber wenn man so von Gott gesegnet ist mit diesen lockigen Haaren, dann muss man es. Gesegnet. Dann muss man es tragen. Ja, nicht umsonst. Ja. Engel tragen goldene Locken. Ja, die sind aber nicht golden, die Locken. Ja, aber dennoch schön anzusehen. Nein, nicht schön. Doch. Aber trotzdem wird der Herr Rappo fertig machen. Da bin ich ganz überzeugt. Heavy ist angeschlagen. Sie kommt hier mit einer Chuchu Big Avalanche. Das ist doch lächerlich. Nein. Und Takedown noch dazu. Siggi zeigt heute wirklich alles, was er in seinem Repertoire hat. Ja, und jetzt macht er sich an seine Locken ran. Also er scheint auch das gehört dazu. Total angetan zu sein. Showboating gehört dazu. Ja, aber damit kann er kein Match gewinnen mit diesem Showgehabe. Wir sind hier beim Wrestling. Sehr erfolgreich in der SWF, Seedmaster Rappo, das haben wir gesehen. Aber auch nur in der SWF. Das haben die Ergebnisse gezeigt. Ja, da ist er auch top motiviert hier in dieser Liga. Schön, wie sich Don Heavy hier nach oben arbeitet. Aber er ist der Schwächere, das sieht man. Ja, wird einfach locker. Oh, big Elbow Drop. Locker zu Boden gedrückt und dann der Elbow hinterher. Gleich noch ein Elbow. Nein, oh, ein Leg Drop. Two drops, this was Leg und 2 und. Also der Leg Drop von Herrn Rappo schaut schon mal aus wie der von Hulk Hogan. Er selbst schaut auch so alt aus wie Hulk Hogan, obwohl er erst Anfang 20 ist. Big and Frog Splash, unglaublich. Und Herrn Heavy. Aber den kennen wir von Hulk Hogan nicht. Ja. Den zeigt er nicht. Da ist er zu alt. Ja, halt die Klappe, blondes Gift. Ja, was haben Sie jetzt auf einmal wieder gegen dieses... Ich habe gegen diese Gruppierung um Danny Michaels etwas. Denn die mischen sich immer ein, machen sich über gute Athleten hier in der SWF lustig, provozieren gerne. Ja, ist doch ihr gutes Recht. Wo steht, dass sie das nicht dürfen? Störenfriede. Ach, Störenfriede. Sollt ihr einen wirklich neutralen Commissioner hier in der SWF einstellen? Ja, wen wollen Sie hier als Commissioner haben? Ja, die Sau oder wen? Nein, es gibt sicher fähige Leute backstage. Mich. Oh, herrlich. René Lazzatest-Style.
eine herrliche Rolle. Warum wird er ausgebuht dafür? Ja, weil man diesen Oldschool-Stuff vielleicht nicht sehen will. Sie haben es angesprochen, hier sind ja nur mal junge Fans da. Die kennen sich alle mit Wrestling nicht aus. Ah, er ist halt unbeliebt, das kennen wir. Er hat sich schon öfters unbeliebt gemacht hier. Sehen Sie immer diese Gestik, dieses... Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich verstehe sie echt nicht. Ach, Sie verstehen die Welt nicht mehr. Ja, und ich verstehe kein Schweizerdeutsch. Das verstehe ich auch nicht, aber ich respektiere Fremdsprachen. Ich nicht. Vorarm hier im Rücken von Herrn Sigmaster Rappo. Nein, auf Sigmaster Rappo. Wie auch immer. Oh, er geht jetzt aufs Knie. Ja, das hat er davon. Wenn er so fett ist, können ihn seine Knie nicht mehr tragen. Ja, sehen Sie, das sind reine Rule-Break-Aktionen hier von Don Heavy. Er weiß sich anders nicht zu helfen. Überhaupt nicht. Er hat gelöst. Bis die Sau besiegt sind, hat er gelöst. Das war total fair. Jetzt sollte er mit diesem Move genau überprüfen, ob es kein Chokehold ist. Ja, kein Chokehold. Überhaupt nicht. Das ist absolut fair. Unterstellen Sie hier Don Heavy nicht andauernd, er wäre unfair. Ich habe nicht gesagt, das, was ich jetzt gesehen habe, waren unfaire Aktionen. Das war überhaupt nicht unfair, das ist nur mal Wrestling, das gehört dazu. Ah, Sigmaster kommt raus, er hat hier wahrscheinlich nur geblufft. Er hat noch genug Luft, Sigmaster Rappo. Ja, er hat auch einen Bauch, der groß genug ist, da passt viel Luft rein. Ja. Aber er ist schon wieder draußen, jetzt kommen die Elbow-Schläge. Die Elbows hinterher. Jawohl, jetzt raubt er gleich Don Heavy die Luft. Oh, aber rennt hier ins Sleeperhold. Und er geht wieder zu Boden. Bisschen lasch angesetzt von Don Heavy. Habe ich schon besser. Oh, er spricht sich ja ab mit. Ja, ja. Das ist unfair. Oh, hat da sie hat hier sie ihm doch jetzt irgendwas gereicht. Ja. Aber trotzdem, das ist ja auch nicht unfair. Wo steht, dass sie ihm nicht was reicht? Das ist eine Kette, das ist ja, höchst unfair. Das ist, also aus meiner Perspektive sehe ich. Und El Loco Tess wird hier abgelenkt. Billig. Billig ist das. Ich sehe nichts Unfaires. Ja, was Don Heavy ja hier Sie sehen, weil er hier den Rücken zukehrt. Aber er hat eine Kette in der Hand. Das ist offensichtlich. Nein, er hat aus meiner Sicht einen wunderschönen Side Headlock hier angesetzt. Ja, und jetzt bringt die Kette raus. Welche Kette? Ja, die sie jetzt eingesteckt hat. Ach, da war überhaupt keine Kette. Ja, da sehen Sie es. Ja, ja, Don Heavy ist unfair. Aha, guter Witz. Sigi, komm jetzt nochmal. Jawohl. Das heißt ja on fire und Sigi ist on fire heute. Klosner, jawohl. Instinktiv zieht er die Hand drauf. Geht ihm aber auch sein Repertoire aus, muss man ganz klar sagen. Wie viele Clotheslines hat er jetzt schon gemacht in diesem Match? Das ist ein effektiver Move an der Clothesline. Die raubt hier Don Heavy die Luft. Ja, aber... Er will den Fans doch was bieten. Er ist ja so beliebt. Warum hat wrestelt er das nicht so sagen? Ja, was hat er gezeigt? Clotheslines hat er gezeigt. Am Anfang, das haben sie ja wieder geschlafen. Da hat er noch mehr Clotheslines gezeigt. Ja, Feuerwehr. Und dafür bekommt er jetzt in sein hässliches Gesicht. Aber er hat ihn jetzt in der BH-Position. Oh, jawohl. Slappt ihn hier einfach zu Boden. Und jetzt Cover ihn sich. Ja, das wird doch zwei. Nichts. Oh. Ach, oh, von wegen. Oh, das war doch klar, dass Don Heavy hier rauskommt. Und übrigens, falls Sie die letzte schon nicht verfolgt haben, das war Sigmaster Rappo, der das Match gewann in diesem Three-Way Hardcore Dance gegen Don Heavy und Scorpion. Und Sie sagen, Sigmaster Rappo sah nicht erfolgreich in diesen Matches. Das war unfair, wie er gewonnen hat. Die haben Tische benutzt und alles. Oh, Don Heavy und übers Top Rope. Selber schuld. Jetzt, Don, steh auf, Mann. Ja, da kann ihm nicht mal Olipka was aufstehen. Helfen. Don Heavy ist dreh angeschlagen. Dich doch um. Dreh dich um. Und er sieht, er ist angeschlagen. Er taumelt umher. Und da ist Sigmaster Rappo von hinten. Jawohl. Hätte er noch mal aufgepasst. Hätte er es nicht geschlagen. Und wieder dieser Titel. Jawohl. Eine auf die Rübe. Ja, wie süß. Völlig richtig. Oh, was passiert denn hier jetzt? Was passiert denn hier jetzt? Er sich diese eine Autotüre. Wer hat die überhaupt hier hingestellt? Ja, das frage ich mich. Ich weiß es nicht. Vielleicht zum Schutz für unsere hier am Kommentatorentisch. Was ist denn das für ein Schutz? Eine Autotüre? Ja. Eine dreckige. Sind oft schon Tische zu Brüche gegangen bei Shows. Als Abschreckung. Und jetzt DDT, oh mein Gott, auf diese Autotüre. Und da... Tja, Herr Rappo. Das könnte es gewesen sein. Da ging es voll mit dem Kopf auf diese Stahltüre. Voll auf die Nuss. Und nein, da ist, doch noch, so ein Ding. Noch eine Motorhaube. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Doch, doch. Da ist eine Motorhaube. Was hat denn Don Heavy jetzt vor mit der Motorhaube? Ja, stell sie weg am besten. Na, er wird sie nicht wegstellen. Er wird Herr Rappo töten. Nein, komm sie jetzt. Er wird ihn töten. Oder so. Oh mein Gott, jetzt geht hier womöglich hier gehen diese Motorhaube. Sie gehen jetzt. Don voll in diese Motorhaube. Shit. Hier geht's voll rein. Ja, das hat man davon. Das ging jetzt nach hinten los, ja.
Und diese schöne Motorhaube ist kaputt, kann man nicht mehr benutzen. Diese schöne, die ist verrostet, die ist steinalt. Sie ist schöner als das Auto der Sau. Ja, sie besitzt nicht mal ein Auto, für sie ist sie schön. Ja, ich besitze auch bald ein Auto. Ja, ja. Sie fahren doch immer noch mit dem Roller durch München. Don Heavy, oh mein Gott, mit einer Close Line. Von der Bühne runter. Aber das kommt ihm auch nach. Setz nach, Junge, setz nach. Und El Loco Tess spricht bereits an, beide sollen in den Ring. Das Match muss im Ring ein Ende haben. Warum wird er hier ausgebuht? Ja, weil er unbeliebt ist, ganz einfach. Sechs sind wir jetzt. Oh mein Gott, gegen diese Stahlgitter. Ja. Diese Absperrung, das ist neu hier in der SWF. Ja, härter aber als die normale Guarding Rail, die hier benutzt wird. Die ist wesentlich härter. Zwar nicht so groß, wesentlich aber massiver. Ja, um Sigmaster Rapper hier etwas anzuschlagen, reicht es auf jeden Fall. Er taumelt jetzt nur noch und dieses Welle da, die Begleitung verhöhnt ihn. Ja, sie traut sich aber nicht mal gegen Sigi einzugreifen. Sie hier traut sich nicht gegen Sigi einzugreifen, sie will ihn einfach nicht, ihm einfach nicht zu nahe sein, weil er eklig ist. Ja, das ist doch mal ein positiver Aspekt. Und jetzt wieder Don Heavy im Ring, aber Sigi ist auch ziemlich erledigt. Aber er kommt zurück hier. Mit einem Vorarm, Schlag von Don Heavy wieder. Jetzt Exchange hier. Ja, ein kleines Duell. Oh mein Gott, die hat gesessen. Sigi geht ins Seil. Aber zurück wieder. Ja, diese Schläge hat Don Heavy bei Chris Hero gelernt. Der macht genau dieselben Aktionen. Ja, nur ich glaube, er sollte jetzt nicht so an sein Vorbild hier denken. Sein Gegner ist hier Sigmaster Rappo. Wollen Sie damit sagen, dass Sigmaster Rappo ein Vorbild für irgendjemanden sein könnte? Nein. Aber wie gesagt, Don Heavy ist kein Chris Hero. Die Greetings, der Ansatz! Weggeknickt ist er. Oh mein Gott, was kommt hier? Reverse DDT-Position. Oh ja, und down. Oh mein Gott. Das war ein Inverted DDT. Kein Reverse DDT. Okay, es war ein Gator Breaker. Und den kennen Sie natürlich wieder nicht, weil da waren Sie wahrscheinlich noch gar nicht auf der Welt. Kann ich was dafür, dass da noch nicht auf der Welt war? Oh mein Gott, schauen Sie, was da passiert. Don Heavy. Oder was? Oh, auf die Juwel. Jawohl. Voll auf die Nüsse. Völlig verdient. Überhaupt nicht verdient. Doch. Ziehen Sie ihn runter jetzt. Jawohl. Ja, jetzt und jetzt wollen wir das sehen. Im Three of Woe hier und boom. Ja, Sprungtritt in den Magen geht. Das heißt Dropkick, Sprungtritt. Ja, wir sind in Europa, mein lieber Freund. Ja, das heißt trotzdem nicht ein Sprungtritt. Ich kann Ihnen ganz andere Moves betiteln. Da werden Sie überhaupt mal die Augen aufmachen. Da werde ich die Augen aufmachen, da werde ich meinen Mageninhalt entleeren. Nein, oh, das werden Sie nicht tun. Ja, ist hier nicht. Nicht hier bei der SWF. Das können Sie in München wieder tun. Wenn Sie zu Hause sind, dann mit dem Roller wieder spazieren fahren. Ich war nicht mit dem Roller spazieren. Oh, was kommt hier jetzt? Ein sehr schönes Fahrrad. Sigi, das ist ein Move. Oh, die Sau ausgenockt. Oh mein Gott, da hat er nicht aufgepasst. Und oh mein Gott, Drop herrlich. Hier. Aber die Sau ist natürlich jetzt angeschlagen. Olipka ist am Ring, die kann gar nichts machen. Die kann nur zuschauen. Sie steht da jetzt rum. Ja. Sie steht auch sonst wo rum in der Nacht. Wahrscheinlich. Und jetzt was? Solange sie nicht im Bett von Sigmaster Rappo liegt, ist doch alles da. Da steht was anderes dann. Mit dem Gürtel. Nein. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Mit dem Powerhouse-Titel hier. Und jetzt da sind sie sauer wach. Eins? Nein. Doch, das nein, war's, nein. Das war's. Jawohl! Ist doch. Ja! Also unfairer geht's ja wohl nicht mehr. Applaus! Es war unfair, aber nur. Es war nur Don Heavy gegenüber unfair. Der Ringrichter war ausgenockt. Er hätte viel schneller gewinnen können. Don Heavy kann sich erstes Mal bei El Loco Tess bedanken, weil er hat nicht aufgepasst. Er war schuld, dass er nicht ausgenockt wurde. Und bei Olipka sowieso. Don Heavy war doch nicht schuld. Sigmaster Rappo war schuld. El Loco Tess sollte sich etwas distanzieren, wenn man solche Moves ansetzt. Ja, wenn er nun mal so breit ist und so fett und keinen Platz hat im Ring. Es war ein unglücklicher Umstände hier. Unglücklich, jawohl. Jawohl, ja toll. Super gemacht. Warte, Sigi wird sich auf eine Revanche plädieren. Jawohl. Warum applaudiert hier kein Mensch? Momentan ist er der Champ, aber warten wir ab, was in Zukunft passiert. Ja, na klar, jetzt ist es klar, dass er Tess zur Rechenschaft zieht. Die Sau soll hier nicht so rumheulen. Ja.
das, ich sag ihm was, das sind die Nachwirkungen von der Gehirnerschütterung, die ich ihm verpasst habe bei der letzten Show. Das muss ich sagen, dem muss ich zustimmen. Er sollte ja mal eine Auszeit vielleicht nehmen. Ja, sollte er. Warum bekommt so etwas noch Applaus? Weil er hier beliebt ist, weil er gekämpft hat, weil er nicht wie viele ihm nachsagen. Ja, er hat gekämpft. Bemüht, er hat gekämpft, aber er hat verloren. Sieht verloren hat er. Ja, geheim. Ja, sagen Sie ihm das ins Gesicht. Jetzt nimmt er mir hier mein Getränk weg. Ja, toll. Das gönne ich ihm. Ich hab Durst. Prost. Kauft mir bitte jemand was zu trinken. Hier kauft überhaupt keiner was. So nicht. Toll. Ja, vielleicht fragen Sie die Fans. Vielleicht sind da irgendwelche Thumbtack-Fans hier. Ja, zwei, da vorne aus Stuttgart. Wo? Ja, da in der ersten Reihe. Haben Sie selbst wahrscheinlich bezahlt, dass Sie herkommen? Hab ich überhaupt nicht bezahlt. Die haben einfach Geschmack. Und Sie haben was zu trinken. Wo sind diese? Diese zwei Lackaffen da vorne? Lackaffen? Hat er ein Sigmaster Rappo-Shirt an? Ja. War nur mal ein Fan von Ihnen da drüben. Ja. Ja, oh mein Gott. Ares kommt hier zum Ring und Double C. Sehen Sie dieses Grinsen auf dem Gesicht von Double C? Er kenne diese beiden allzu gut. Er ist sich selbst. Ja, sie sind gut. Und er hat alles recht dazu. Moment, was? Was ist denn da? Ist doch was faul. Er hat doch irgendwas in der Hand. Ja, er geht doch so. Er humpelt doch richtig. Ja, vielleicht hat er einen verstauchten Fuß oder so. Also, was ist denn da faul? Jetzt hat er den Fans hier Anweisung gegeben, still zu sein. Hinterm Rücken von seinem Tag-Team-Partner. Was? Hä? Wir haben doch Double C heute schon gesehen, er sollte sich überhaupt nicht mehr hier am Ring aufhalten. Double C hatte heute sein Match, er hatte gewonnen. Aber was macht er hier? Er kann auch gerne zwei Matches haben. Nein, er steht hier nicht auf meinem Plan. Meinetwegen Ares. Ich brauche einen Simultanübersetzer. Ich verstehe nichts. Ja, dafür haben wir die Untertitel. Haben wir Untertitel? Ja, wir haben Untertitel. Auch so ein Service besitzt Video Vegas. Das finde ich großartig. Ja. Ein Lob. Jetzt. Es sieht albern aus. Er hat hier eindeutig einen Foreign Object hier in seiner Jacke drin. Aber was ist das? Bitte schön. Es sieht aus wie ein Ziegelstein, den er in der Hand trägt. Ich bin jetzt mit dem Dödel gegangen. Hey, sorry. Weiter. Ja, da sollte er sich nicht drauf einlassen. Das ist billig. Das ist sicher nicht ehrlich gemeint von der Swiss Money Holding. Sorry. Der Ringsprecher, ich sag's ihm, wird dieses Foreign Object zu spüren bekommen. Wir können froh sein, dass sich heute Wildchild geopfert hat, Ringsprecher zu sein. Er ist verletzt, er muss gar nicht hier sein heute. Aber er tut es, den Fans zuliebe. Und jetzt schüttelt er Ares die Hand. Ah, das war eine Falle. Das war von Anfang an eine Falle. Was für ein Glück. Ja, wer hat besser mal nicht hergekommen? Hat ihn ja keiner gezogen. Ja, aber muss denn das sein? Müssen die Leute ihn hier attackieren? Ja, sie wollen ihm nur zeigen, dass er hier nichts verloren hat. Wenn er verletzt ist, dann soll er daheim bleiben. Das ist ein Vorschlaghammer. Ein Sledgehammer? Ja, was ist denn mit ihrem Englisch jetzt? Das ist ein Sledgehammer. Das ist ein Vorschlag. Oh mein Gott, auf die Schulter. Kommt er hier voll auf seine Schulter. Das muss man doch nicht. Das kann doch. Und da ist ja Bolt Security. Oder wer? Das sind Leute hier. Marshall T. und Burner. Nein, Siggy, ja. Oh nein. Das kann doch man doch nicht mehr. Nein. Das kann man nicht zulassen. Der Wild Child. Eine Überraschung, das habe ich verstanden. Von mir zusätzlich wird. Ich darf das Match ansetzen, glaube ich. Er darf ein Match ansetzen, oder so. Habe ich das richtig verstanden? Ja, Sie werden sicher nicht in diesem Match sein. Ja, wer weiß. Ja, das können Sie. Da lege ich meine Hand ins Feuer. Ja, passen Sie mal auf, dass Sie sich da nicht verbrennen.
Sie, er beachtet sie gar nicht. So unwichtig sind sie. Es sind hierbei die Regeln. Ja, was? Voll. Nein! Eine weise Entscheidung. Eine weise, was soll das? Eine weise Entscheidung. Was soll das? Sind wir das Hörer? Ich bin besser als der Mensch. Jawohl, noch besser! Also nein. Jetzt! Nein! Oh mein, ja, also, das ist ja wie Weihnachten und Ostern zusammen! So sind wir für den Rest vom Jahr gesperrt. Was? Das kann er nicht machen! Das. Siggi, also, ich muss sagen. Das geht nicht! Eine äußerst weise Entscheidung hier von Sigmaster Rappo. Wir haben eine Rückkopplung. Ja. Ja. Beleidigen Sie nicht andauernd diesen Mann. Doch, er hat es ja das verdient. Ja, mein Gott, er ist kein Techniker. Ja, kann und er ist, sein, er, ist zu fett für, er ist zu fett für dieses Team. Rückkopplungen gab es doch schon öfters in der Euroszene. Ja. Es gab auch schon Shows, wo überhaupt keine Mics man organisieren konnte. Ja, ja, jetzt wieder lästern. So, jetzt widmen wir uns diesem Match. Machen wir. Siggi ist Ref, auch schon lange nicht. Darauf werde ich aber nicht eingehen. Ich rede hier über keine Ringrichter. Wir haben ja heute oft genug Eloko Tess gesehen, er soll sich jetzt mal erholen Backstage. Ja, der ist sowieso eine Ausnahme. Eine, wie meinen Sie das? Positiv oder negativ? Absolut negativ. Negativ? Ja, natürlich. Ja, welche Alternativen gibt es hier noch? Was war denn das hier für ein Kuhglocken-Angeläute? Ja, es hört sich wenigstens wie eine Glocke an. Manche Ligen haben auch keine Glocke. Doch die WXW zum Beispiel hat eine sehr schöne Ringglocke. Die hat eine? Hat sie. Ja, also, ich bin nicht unbedingt ein Ringglockenfetisch. Was? Oh, da sieht man die Fallschule. Das ist allerdings... Was? Nein. Warum zählt er nicht? Er soll anziehen. Ich glaube, man sollte jetzt... Double Seal pinnt hier ganz klar sein Gegner. Nochmal von vorne beginnen. Der Ringrichter zählt nicht an. Meinetwegen können sie sich 3 Minuten aufwärmen, aber das in einem Match... Ja, aufwärmen, wofür sollen sie sich aufwärmen, wenn sie einen unfähigen Ringrichter da stehen haben? Der zu dumm ist, ein Cover zu zählen. Ja, das ist doch lächerlich. Das ist doch einfach nur lämerhaft. Lämerhaft? Was ist denn das für ein Wort? Eine Fallschule. Das ist eine Fallschule hier zu demonstrieren. Das ist Verhöhnung. Die Zuschauer haben gezahlt, dass sie gute Matches sehen. Sie haben schon mehr als genug gute Matches gesehen. Schon nach meinem Match haben sie mehr gesehen, als sie verdient hätten für die paar Franken, die sie hier ausgegeben haben. Nicht einmal Euro haben sie hier. Wenn sie eine Comedy-Show sehen wollen, dann müssen sie sich Fredel Fesel anschauen. Den kenne ich auch nicht. Der ist Münchner. Sie kennen diesen Komödianten nicht. Ach, ja, weil er schlecht ist. Ich kenne Michael Mittermeier und das reicht. Ja, klar. Und ich weiß, was ein gutes Match ist und das ist ein gutes Match. Ja, das war nicht schlecht, was Sie hier zeigen, das stimmt. Ja. Das haben Sie sich von mir geklaut. Oh. Rolle hier, verdammt. Sie haben sich das wiederum von Michael Kovac geklaut. Ich klaue doch nichts von Michael Kovac. Ja, ja. Sein Amateur. Oh ja. Waistlock jetzt von Ares. Und er kommt raus. Wenn auch mit sehr viel Nachhilfe von Ares. Oh, Irek. Den verkauft er als Warn. Und der Ringrichter wieder unfähig. Nein, auch sowas, das ist Mocking. Da ist sie zu erfahren hier, um sowas zu glauben. Überhaupt nicht, das war ein absoluter K.O.-Move. Das war ein Irek. Er könnte blind sein. Ja, und das wäre dann sowieso illegal. Wo steht das? Ja, wo steht das, dass es illegal ist, wenn jemand, der blind ist, eben steigt? In die Augen zu fahren mit den Fingern ist illegal. Ach. Was sagen Sie eigentlich zu diesem neuen Look von Double C ohne diesem Hemd jetzt? So neu ist der Look gar nicht. Er trat auch schon bei manchen Shows in Deutschland so auf, aber... Ja, bei der WXW noch nicht. Ja, ja, wenn ich weiblich wäre, ich glaube, das würde mir ganz gut gefallen. Ihnen würde es gefallen. Wenn ich weiblich wäre, aber das gefällt mir auch ganz gut, was Sie hier machen. Sehr gut. Nein. Ares wollte versuchen, hier in Stand zu kommen. Das ist ganz richtig. Glück hat gut rausgekonnt, dieses Snap mehr. Mein Gott, wie schnell sind die beiden hier? Kommt dann ein Move nach dem anderen. Oh. Ha. Dropkick, Dropkick gekontert. Super. Ja, die Fallschuhe. Ja, das ist wieder Nonsens. Two, das ist three. Nonsens. Double C ist der Gewinner in diesem Match. Das, was Sie vorgezeigt haben, respektiere ich, aber das zum Schluss war wieder Kinderkram. Kinderkram. Das war Kinderkram. Jetzt ein
ein Ringrichter, der die Fans hinter sich zieht. Das ist ja unmöglich. Ja, wenigstens einen Face haben wir im Ring. Das ist Ziggy. Ihn sieht man gerne. Also er kann, glaube ich, in jedem Match reinkommen. Ja, die Fans hier sollten lieber das gerne sehen, was die beiden Aktiven da am Ring zeigen. Vorarm. Das war kein Vorarm, das war ein Punch, ein ganz normaler. Was war das jetzt? Das war noch ein Punch. Das vorher. Das war ein Uppercut. Ja. Jetzt wanken die beiden. Ja, super. Ja. Jetzt Ansatz zu einem Suplex. Lang gehalten. Vertical Suplex. Ja, da strömt ihm das Blut in den Kopf. Dem Double C. Und diese unwürdigen Fans wissen es nicht zu würdigen. Oh. Was heißt da? Oh. Sie würdigen es doch mit Applaus. Ja, aber zu spät. Ja, fast. Nachdem ich sie darauf aufmerksam gemacht habe. Ja, die haben sie gehört. Ja, die hören mich. Oh, dritten Mangel. Jetzt kommt wieder. Oh, es könnte hier. Suplex-Ansatz von Double C ist. Nein, er mit diesem lange. Brocken ja. Hält er ihn ewig in der Luft. Und wow. Kaber jetzt. Warum wird nicht gezählt? Eins, warum dauert das so lange? Aber das ist zu spät wieder. Ganz knapp. Ach, ganz knapp, das war nicht ganz knapp. Zwei die beiden Kaum. Haben noch Reserven. Und wieder dieser Move, den kenne ich nicht von Double C. Sehr. Ein neuer Move, spin ihn jetzt. Wow! Facelam. Ich muss Double C nachher fragen, wie er diesen Move nennt. Der ist neu. Und der ist großartig. Ich habe gehört, das sind die Börsenschwankungen, aber es ist ein neuer Move auf jeden Fall. In die Seite jetzt. Ares. Body Drop, nein. Oh oh. Halten. Nein, da wird er greift er um. Oh mein Gott, nein. Ja, ja, toll, der Kovakill. Der Kovakill. Und sie meinen, die Leute schauen sich nicht von Michael Kovac ab. Eins, zwei. Und Ares kommt raus, obwohl dieser Move natürlich hammerhart ist. Das war auf jeden Fall. Ares ist jetzt schon ziemlich erledigt, obwohl er eigentlich noch kein Match hatte. Double C hatte heute schon ein Match. Herr Roll over DDT! Was hat dieser Bursche denn alles drauf? Zwei, er hat viel drauf. Oh, und ja. Gefällt er sehr gut heute, Double C. Kommt sein Outfit, er ist durchtrainiert, er dürfte jetzt öfters in die Kraftkammer gehen. Ja, und seine Unterhose schaut raus. Das ist Baggy-Style. Modern. Wieder. Oh, nochmal. Nein, Floating DDT, wir ja, warum versucht er es ein zweites Mal? Naja. Oh. Wow, ein Whiplash. Herrlich. Meine Güte. Ja, ja. Das hat Double C davon. Warum macht er eine dieselbe Aktion zweimal hintereinander? Das gibt es auch oft im Wrestling, dass man zwei... Ja, aber das ist dumm. Herrlich! Wow! Und das könnte sein, Sigi. Eins, one, two. Zwei und Schade. Ja, also Sigi passt dieses Referee-Outfit ziemlich gut. Schaut gut aus in diesem gestreiften Shirt. Sigi schaut gar nicht gut aus, aber oh! das sah gut das aus. Das war doch der Emerald Fusion, oder? War sie nicht, das war einfach ein Sidewalk-Slam aus einer Hetze. Da haben sie nur nicht aufgepasst. Hey, herrlich. Also, ich muss mich langsam doch hier festsetzen, dass ich dieses Match doch respektiere jetzt in den Aktionen. Ja, warum erst jetzt? Ja, weil das jetzt richtig gut geworden ist. Dieses Match, das war von Anfang an richtig gut. Zeitweise lächerlich. Und jetzt muss ich sagen, hat sich das Match wirklich zu einem richtig guten Wrestling-Match entwickelt. Rippen jetzt von Ares. Und drüber. Nature Boy Style gestanden naja, von Double also C. Nature Boy Style. Doch, doch, doch. Wow! Asai Move. Springboard in ein High Cross Body. Ein Reverse High Cross Body. Toll. Wirklich toll. Und, oh, hat er sich hier verletzt jetzt, Double C? Ich hoffe doch nicht. Nein, er steht schon wieder. Nicht. Ein Finish jetzt? Oh mein Gott. Was war das? Ein Double Underhook? Das könnte vieles werden. Das könnte ein Pedigree werden. Nein, geblockt von Ares. Ares blockt diesen Move. Nochmal. Und jetzt Ares mit der Backdrop. Jetzt will Ares den Finish ansetzen. Ja, ihn kennen wir, diesen Tiger Driver. Den haben wir
Ja, aber auch ihm gelingt es nicht. Damit nein, auch er macht den Backdrop. Wie du mir so hier. Aber er. Oh, er steht einfach wieder auf. Fehler und jetzt könnte er kommen. Ja, und. Down. Wow! Aber Sigi. Jetzt, eins, das war's. Was war's? Oh mein Gott, er kommt raus. Das war knapp. Das ist nur, weil sich die beiden in- und auswendig kennen. Und weil Double C hier geistesgegenwärtig reagiert hat. Whippen nochmal von Ares. Reversal jetzt. Und jetzt, oh. Oh, wo? Victory Roll? Nein. Oh, nein. Hurricane Rider? Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Was könnte das sein? Oh, Starflash. Oh mein Gott. Und den haben wir schon bei der SWF gesehen. Und da, das war, nein. Das war es eben nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schöne Grüße auf jeden Fall an den German Kid hier mal. Also, das finde ich jetzt unangebracht, diesen Kommentar. Ja, auch ihre Kommentare möchte ich gar nicht eingehen, ja. Ja, aber ich... Frog Splash! Nett! Eins, zwei... Oh mein Gott, das Match ist ja wirklich ein Hammer. Und hier sehen Sie... Von meinen Fans, die haben Geschmack. Von Ihrem Fan. Meine Fans. Einzahl. Fan. Plural, oh, zwei Fans. Da geht's auf die Weichteile von Ares. Ja, aber er hat auch nichts auf dem Top-Rope zu suchen. Dafür ist er einfach zu massiv. Ares? Ja, das kann doch nicht sein. Er zeigt doch oft Top-Rope-Moves. Ach. Wie den Frog Splash zum Beispiel. Ja, wie gerade eben. Keda, da hat er Glück. Kennen wir unzählige High-Risk-Aktionen. Von ihm sowieso. Oh mein Gott, das könnte jetzt eine Kopfschere nach unten werden. Nein. Oh mein Gott. Ansatz zum Superplex. Beide jetzt auf dem Top-Rope. Ja, das wird ein Superplex. Herrlich. Um Himmels Willen. Wow. Herrlicher Suplex von Double C. Und jetzt weiß ich nicht, wer mehr Reserven hat. Ja, das war auf jeden Fall auch schädlich für Double C, diese Aktion. Von dieser Höhe runter auf jeden Fall. Hat fast genauso viel abbekommen, da hilft ihm seine Fallschule auch nichts mehr. Das lernt man nicht hier, dass man keine Schmerzen hat nach so einem Sturz. Schauen Sie seine Definition an, er hat ziemlich hart an sich gearbeitet. Aber Sie sehen es, beide erschöpft. Aber für einen Body Slam reicht es noch. Oh, Into Electro, herrlich! Schön! Und jetzt könnte... Legt ihn zurecht. Da könnte sehr, sehr vieles kommen. Ja, vor allem sein Finisher, den kennen wir, der Börsencrash. Aber das scheint mir ein wenig zu weit entfernt hier, Ares. Und vor allem lässt er sich auch zu viel Zeit. Zu viel. Chance jetzt für Ares. Das könnte natürlich ein Fehler auch werden. Oder wird es der Flying Diving Headbutt? Oh, jawohl! Wow, herrliche Elevation und down! Auf Ares. Eins, zwei. Oh Mann. Knapp. Wie lange soll das noch weitergehen hier? Beiden schmeißen Murder-Moves um sich. Die beiden strapazieren schon langsam die Sendezeit. Wir haben noch den Main-Event. Sendezeit? Wir haben hier genug Videomaterial. Ja, sie zahlen nicht für den Pay-Per-View. Pay-Per-View. Das könnte Pile-Driver werden. Oh mein Gott. Das wird ein Pile-Driver. Da hat er sich aber leicht. Das kann. Könnte sich überknöckelt haben, aber. Warum zählt er nicht? Ja, weil er nicht so schnell ist wie alle anderen. Mein Gott, Sieg hat andere Qualität. Und jetzt hat Ares sein Bein aufs Seil bekommen. Geistesgegenwärtig noch. Würde Sigi mal schnell erzählen, wäre das Match schon längst vorbei und wir hätten kein Problem mit unserer Sendezeit. Passen Sie auf, was jetzt kommt. Er richtet sich hier seinen rechten Fuß zurecht. Das könnte ein Superkick werden. Oh, da geht daneben. Fehler. Und jetzt, was ist denn? Piledriver jetzt auch von ja, aber schauen Sie, da ist Tom Cripple. Oh, Cradle Piledriver. Oh mein, oh, da ist Tom Cripple. Wild Child Tommy Knocker. Jetzt wird abgeläutet hier. Jawohl. Er zahlt es ihnen zurück. Man zerstört hier dieses Match, aber so ein schönes Match doch nicht einfach abläuten. Das kann man nicht machen. Es war ein gutes Match, aber ja, Wild mit einem total unverdienten Ende durch diesen Clown, der Wild Child Tommy Knocker wurde vorattackiert und das gebührt ihm jetzt. Das gibt ihm doch nicht das Recht, das Match hier kaputt zu machen. Und jawohl. Sigmaster Rapper attackiert jetzt noch Double C. Und der Crossline übers Top Rope. Raus mit Double C. Tommy Knocker jetzt hier bei Ares. Gut den Seil. Und ja, auch er nochmal. Aber er bleibt im Ring, Ares. Obwohl das natürlich schmerzt. Ja, ich sag's doch immer wieder. Ein verletzter Mann hat nichts verloren im Ring. Kein Wunder, dass das nicht klappt. Jetzt schmeißt ihn. Ja, ziehen an dieser Krawatte, genau.
Und raus! Jawoll! Selber schuld, wenn man Krawatten trägt. Ich finde diese Krawatte sehr schön. Ja, aber Sie sehen es, das kann auch ein Nachteil sein. Sollte vielleicht auf Maschel umsteigen. Ich weiß nicht, was es bei euch heißt. Fliege. Fliege heißt das bei uns. Fliege, ja. Eine Fliege hat er gerade gemacht, nämlich übers Top Rope. Ein G-Pop für Tommy Knocker. G nennen sie das. Die Leute respektieren, dass er da ist. Sie kennen ihn. Vorher wurde er brutalst attackiert. Und er wird zurückkommen, ja. Und ich sag's Ihnen, erwarten Sie in der Zukunft ein Tag-Match. Tom Crippler und Sigmaster Rappo gegen die Swiss Money Holding. Ja, aber sehr wahrscheinlich. Aber wir haben da trotzdem noch einen Mann im Ring. Scorpion. Ja, was der zu tun hat, weiß ich nicht. Das frage ich mich auch. Und die Swiss Money Holding hat noch genug Kraft, hier für ein Foto zu posieren. Aber ihr Abend ist vorbei. Sie haben einiges gezeigt heute. Das sind zwei faire Sportler. Es war auf jeden Fall bis auf den Schluss eines der besten Matches hier in der Schweiz. Ja, Double C hat sich hier noch. Double C und Ares hier. Haben wir sie nicht im Tag Action gesehen. Haben sich hier noch, aber dennoch. Haben sich hier noch die Autotüre geschnappt, aber es ist dann doch anders. Die Halsgroß ist weg. Er hat keine Schmerzen mehr. Ach, er hat keine Schmerzen mehr. Er hat sie. Natürlich hat er Schmerzen. Ja, aber er steckt sie einfach weg jetzt. Die Swiss Money Holding hat ihn verkrüppelt. Und er hat es verdient. Get well, Tom Crippler. Jawohl. Da sehen Sie nochmal die Fans. Sowas wird respektiert hier. Sowas hat keinen Respekt verdient. Ja, Sie respektieren ja überhaupt keinen, das weiß ich sowieso. Mich respektiert auch niemand. Chris, der Titel ist mir. Heute Abend werde ich ihn dir abknüpfen. Event. Hurra! Ja, da ist die Musik wieder. Ja, jetzt ist sie wieder da. Ist doch schön und gut. Das ist das Light Heavyweight Title Match. Oh nein, das ist doch kein Rest. Das ist ja Danny Michaels mit seinem lächerlichen Bruder Andy Michaels. So lächerlich? Weil er kein Wrestler ist. Er hat wenigstens die Figur eines Wrestlers. Er hat keine Figur eines Wrestlers. Nicht wie diese beiden Light Heavyweight Cruiserweight. Er hat maximal die Figur eines Buchhalters. Aber mehr schon nicht. Was hat er mit einem Buchhalter zu tun? Ja, schauen Sie an, dieser. Ruhe, er will eine Ansprache halten. Ruhe, Ruhe. Und zwar der Gewinner vom vorherigen Match. Ich präsentiere euch The Click. Da ist jetzt der Mann, der um den Light Heavyweight-Titel antreten wird gegen Chris Benardi, The Click. Ich verstehe nicht, was hat der Click mit Danny Michaels jetzt am Hut? Vielleicht finden wir das ja noch heraus. Er braucht diesen Mann nicht. Und jetzt Sean Gagner, ein mächtiger Lightweight Champion. Ah, das ist doch Quatsch. Ich präsentiere euch alle Chris Benoni. Ja, wenigstens kann er ihn gut vorstellen. Ja, das kann er. Chris Benoni. Das ist nicht Chris Benoni. Das war die Sau hier gerade. Die Sau hat sich erholt. Neben uns in den Ring gelaufen. Er hat sich in seinem Sautrog erfrischt. Ja. Ist jetzt wieder fit für den Main Event.
Das ist der Light Heavyweight Champ. Der beste Pound-for-Pound-Wrestler hier der SWF today. Das werden wir jetzt gleich sehen. Er muss auf jeden Fall gegen einen Gegner ran, der sich schon bewiesen hat heute. Aber der natürlich auch erschöpft ist. Da sehen Sie es, die meisten Pops des Abends für Chris Benardi. Er soll jetzt nicht ewig rumposen, er soll anfangen zu wrestlen. Dafür sind wir hier. Er ist der Champ, das kann er sich leisten. Ja, alle haben jetzt seinen Gürtel gesehen, jetzt kann er ja anfangen zu wrestlen. Ja, und ich hoffe, dass sich Danny Michaels jetzt vom Ring den Ring verlässt. Wieso denn? Er stört doch keinen. Das Match soll fair und square abgehen und hier soll keiner eingreifen. Es geht hier um einen wichtigen Titel hier in SWF, den Light Heavyweight Titel. Und Sie sehen es hier, wir sind Stare Down, die beiden sind sich ja, ziemlich... Mögen tun sie sich auf gar keinen Fall. Ja, aber ziemlich ebenbürtig in der Statur, wenn vielleicht der Click etwas massiger, etwas schwerer ist. Ja, aber nicht um viele Kilogramm. Wow, Knee Strike hier. Sehr schön. Auch eine sehr schöne Hose, die er hier trägt. Ja, es ist eine neue Hose, die trug er noch nicht bei der letzten Show. Und Leg Drop. Und Sie sehen es hier, bereits der Suplex hier. Suplex hinterher, das raubt den Knick natürlich die Luft. Er ist angeschlagen, er hat schon ein hammerhartes Match in den Knochen. Ja, das stimmt. Das jetzt, war ein jetzt wird auf ihn eintreten. Da hatte natürlich Chris Benardi die Vorteile hier. Elbow Drop. Er ist ausgeruht. Das Match gegen Andy Michaels, das werte ich eigentlich nicht. Das ja, das kann man wirklich nicht werten. Ja. Das war kein Match. Pump Handle Aktion jetzt. Oh, die, oh, da hat er Probleme in Hochsprung. Ja, aber der Move gelingt doch. Eins, zwei. Ja, also ja, Loco Tess wieder. Ja, aber dieser Kickout sah nicht wirklich so souverän aus. Er ist angeschlagen, man merkt es. Der Klick, ja, er hat natürlich viel Kraft verloren. Oh, Close Line. Ja, er hat nichts mehr entgegenzusetzen, wie es scheint. Oder er versucht noch alles sich aufzusparen, was an Kraft das übrig hat. Dem würde ich eher zustimmen, dass er sich vielleicht etwas schont am Anfang des Matches. Ja, aber ob das die richtige Methode ist, ich glaube nicht, dass diese Rechnung noch aufgeht. Sein Gegner setzt hier nach, zeigt einen Move nach dem anderen. Was will er da schon oh machen? Mein Gott, was kommt hier? Seien Sie leise. Ja, Jobs hier. Ja, dann wird seine Brust schön rot sein danach. Ja. Das geht bei Ihnen schwer, wenn Sie wrestlen, dann meistens mit diesen T-Shirts. Ich habe der Sau bei dem Match, das wir hatten, eine rote Brust verpasst, aber was für eine. Als ich es ertragen musste, wie er ohne Shirt wrestelt hat. Schauen wir mal, ob Sie in Zukunft auch ohne Shirt wrestlen. Ich finde mein Shirt sehr schön. Welches Shirt? Das ist ein abgeschnittenes, schwarzes T-Shirt. Ohne irgendwelchen Stil und Aufschrift. Es hat eine Aufschrift und es hat eine Message und das hier ist ein schöner Stunner. Was steht denn auf dem Shirt? Respektloser Bengel wahrscheinlich. Nein, steht es nicht. Es gehen ganz viele böse Sachen drauf mit dem F-Wort, aber das darf ich hier jetzt nicht sagen. Oh, X-Factor! Keine Gegenwehr mehr von The Click. Nichts, nichts, überhaupt nichts. Schade eigentlich. Vielleicht war es doch nicht so gut, diesen Vorbei-Dance anzusetzen. Fisherman Suplex mit Bridge. Zwei und... Schön in der Brücke auch gehalten. Oh, Uppercut jetzt. Das raubt seinem Gegner natürlich noch. Ja, das könnte ihm helfen eventuell. Dafür hat er noch Kraft. Ja, das ist auch dann meistens Verzweiflung, DDT. Da muss man eben zu solchen Mitteln kämpfen. Aber er wirkt überraschend frisch hier. Sie meinen jetzt Chris Benardi als erfrischend? Nein, der Klick dafür, dass er so viel einsteckt. Wow, Spinebuster. Spinebuster. Sehr schön. Klick ist es wieder da. Vielleicht hat er doch nur geblufft hier. Leg Drop. Vielleicht hat noch sich einer das gut aufgespart. Nein. Elbow Drop. Da ist schon wieder Danny Michaels.
Da ist er schon wieder, er steht da die ganze Zeit. Ja, aber vor kurz weg. War er, hab ich nicht gesehen. Bret Hart Style, wie dieser Elbow Drop vom zweiten Seil. Vielleicht ist das ein Vorbild. Oh, Rope Burner, good old Rope Burner. Das muss ja nicht unbedingt sein. Nein, aber das muss nicht sein. Aber wie gesagt, man verwendet oft hier die Ropes, um den Gegner zu schwächen. Und was tut man nicht alles, wenn es hier um den Titel geht? Samoan Drop. Das ging hart. Ich glaube, da hat er sich sogar den Hinterkopf angeschlagen hier bei diesem Samoan Drop. Ansatz hier, Fallaway Slam. Ja, herrlich. Schön. Ja, die Fans waren ein bisschen eingeschlafen, aber jetzt werden sie langsam wieder wach. Ja, das ist klar, dass der Kick nicht mehr dieses Tempo gehen kann wie vorher. Rollover DDT, herrlich, haben wir heute auch schon gesehen. Kann man sich streiten, wer da die schönere Ausführung hatte? Double C oder The Click hier? Das sind zwei total unterschiedliche Athleten, Double C und The Click. Ja, das stimmt auch wieder. Wow, Death Valley Driver. Er sollte covern, er sollte ganz einfach covern. Ja, vielleicht kann er nicht so schnell. Vielleicht möchte er ihm doch noch hier einige Moves hier geben, damit er dann finishen kann, endgültig. Oh, Double Clothesline. Ja, das hat er jetzt davon, von seinen Moves zeigen wollen. Jetzt liegen beide K.O. am Boden, werden angezählt. Ja, es ist natürlich hier auch viel Taktik im Spiel, das ist klar. Jetzt wieder Whippen. Noch eine Clothesline. Und jetzt könnte... Oh nein, 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 nein! Small Package hier. Eins, zwei, drei, könnte es sein, nein! Oh mein Gott! Naja, warum nicht? Warum soll er es nicht mit solchen Einrollern probieren? Das sind auch meistens dann die Moves, die oft ausschlaggebend sind. Oft zum Finish führen. Powerbomb jetzt. Powerbomb. Was sehen Sie hier? Schon wieder gewendet das Blatt hier. Click, Blatt, Knee-Drop. Das war Ric Flair, Schule. Oh, das geht. Hinter, was kommt hier? Steigt er hinter ihm? Vielleicht einen German Suplex zeigen. Nein. Gekontert, noch ein Roller. Eins, zwei und nein. Aber was mir hier etwas abgeht, ist die Stimmung. Es ist etwas die Stimmung draußen hier. Ja. In diesem Match. Die Fans haben natürlich schon heute einiges erlebt. Danny, jetzt ist der Glück draußen, nämlich Danny Michaels steht hier in der Nähe. Gefährlich nah am Ring und was Bladio! Suicide Dive! Halt, nach draußen. Und die Halle ist wieder wach, jawohl. Ist sie wieder, das wollen sie sehen. Vielleicht eben sind es diese Aktionen, die man sehen will. Und das haben ja diese beiden auch drauf hier. Jetzt zurück im Ring die beiden. Ansatz, Body Slam. Nein, das war Michinoku Driver sogar. Der ist natürlich härter. Und jetzt scheint es. Legt ihn zurecht für einen Top Rope Move. Da könnte jetzt vieles kommen. Da könnte natürlich auch ein Fehler passieren hier, wenn es hier zu lange dauert. Aber das geht recht flott und. Oh, Frog Splash aus Down. Eins, zwei. Oh, close but no cigar. Glatt wie eine Briefmarke Klick hier, aber für einen Kickout hat es noch gereicht. Aber jetzt dürfte er genug haben. Er hat Bernardi hier sehr energisch. Setzt an, Double Underhook Manöver. Oh mein Gott, oh, in der wieder, Power, sieht er am Power. Der zwei. Und da ist dieser Buchhalter-Typ. Die Sau aus. Ja, Sau. Komm. Da könnte er ruhig. Da könnte ihm ruhig eine Ohrfeige verpassen, der Loco Taz, diesem Andy Michaels. Ja, soll man lieber aufpassen, was hier im Match passiert. Aber wie gesagt, halte sich zurück hier. Der Klick kommt wieder zurück. Er ist nur Referee. Der soll sich mal nicht so aufmucken. Whip in Reverse. Und da zieht er ihm das Bein weg. Ja, da hat die Sau nicht gesehen, der Loco Taz. Ja, das war auch schwer zu sehen. Das hat er einfach in der Bewegung gemacht. Oh mein Gott, jetzt Andy Michaels. Oh, Roll-Up 1, 2, 3, 4. Ja, das ist es. Chris Bernardi behält den Titel. Und Danny Michaels außerhalb regt sich natürlich auf. Da haben sie sich jetzt selbst ja. Das ging nach hinten los. In die Finger. Oh nein, er kann es nicht fassen, Danny Michaels. Danny Michaels wollte der Klick den Titel hier ermöglichen, aber es ging schief. Und Chris Bernardi ist noch immer der Light Heavyweight Championship Titelträger.
Der Klick jetzt wieder im Ring, hinter ihm attackiert ihn. Ja, sicherlich, er ist sauer. Ein schlechter Verlierer. Er hat sich in dem Four-Way-Dance hier durchgesetzt und dann so eine Niederlage, eine unglückliche. Oh, was, das muss nicht sein. Er legt den Gürtel zurück. Das könnte ein Move werden auf den Gürtel und das ist natürlich... Gute Nacht! Das muss nicht sein. Man sollte jetzt den Everton noch einmal hinterher setzen. Ja, also so langsam. Das Match könnte, ist vorbei. Ja, könnte so lange doch. Chris Benardi behält den Titel. Jobs hier. Den kann ihm keiner mehr wegnehmen heute Abend. Ja, aber seinen Stolz kann man ihm hier wegnehmen, indem man ihn demütigt. Ja, da ja, hilft es auch nicht. Glocke. Jetzt das sollte, hilft auch nichts. Jetzt sollte mal wer zur Hilfe kommen. Jetzt wird es Zeit. Ja, ich bestimmt. Vielleicht sogar Siggi, der hat heute schon einiges Gutes geleistet hier. Jetzt noch Chokings hinterher. Wo sind die Leute, die auch schon vorher eingegriffen haben? Die sind wohl Backstage. Und ah, was sind wollen wir? Die nicht eingreifen? Danny Michaels hier. Reicht ihm die Hand? Das ist, glaube ich, ja. Der Klick geht darauf ein und... Ja. Ja. Das war doch klar, dass er mir helfen wollte. Also, nichts für ungut, aber der Titel gehört Chris Benardi. Nein, ja, aber nein, das kann Danny Michaels hier nicht so bestimmen. Er zeigt auf den Gürtel. Ist allerdings nicht nein, sein Eigentum. Nein, das ist doch... Er kann doch nicht einfach Danny, der Klick den Gürtel zu überreichen, den vor Chris Benardi hier fair und square verteidigt hat. Und... Jawohl! Voll an den Kopf. Und das hat natürlich Danny Michaels nicht gesehen. Der Klick lässt sich auf sowas nicht ein. Ja, Danny er Michaels, bleibt fair. Danny Michaels wundert sich. Er bleibt fair. Und Sie sehen's, was Chris er davon Benardi hat. Sein Bruder liegt jetzt im Ring. Ja, und Danny Michaels verwirrt. Danny Michaels kann sich jetzt Gedanken darüber machen, was er für ja, Kopfwehpulver seinem Bruder heute das nennt verabreicht. Sich Aspirin. Aspirin nennt sich das. Oh, oh one for good measure. Tja, kein guter Tag für Andy hier. Für Andy Michaels, der sich soll eigentlich wieder, glaube ich, auf seinen Beruf als Buchhalter konzentrieren. Das ist eh schwarz für Gary Mountain und den eh jetzt schon ziemlich genervten Michael Kovac. Das haben Sie gehört. Er ist angeschlagen. Ja, na klar, jetzt ist glaube ich wieder eine Record-Buchse von mir liegen. Da haben wir es noch, Schandstraße, Maverick und Christa Bambi-Killer.